Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, par les mains de Saint-Antoine, protège notre Mère supérieure et bénissez le café que nous allons prendre. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Liebe Schwestern, nur dem feinen Morgenessen, wo uns da von Gott himmlischer Gnade geschenkt war, will ich hoffen, dass wir alle in voller Freude und in großer Form der heutigen Tag antreten. Und auf das Ding hin gehe ich euch jetzt eure Aufgabe geben von der heutigen Tag. Schwester Mariket. Jawohl, Mutter Overin. Also, Schwester Mariket, ihr müsst unbedingt das Geld lehren vom Gutzeigel und den Oberstock lehren vom heiligen Antonius. Jawohl, Mutter Overin. Ist das alles, was ich heute schaffen soll? Ist das alles? Ich kann einmal nicht verstehen, Schwester Mariket, wenn ich euch eine Aufgabe gebe, dass ihr immer wieder dieselbe Strohfrau müsst stellen. Wenn ich doch zu euch sagen soll, das Geld zählen vom Gutzeigel und der Oberstocklehrer vom heiligen Antonius. Ja, ist das nix, hä? Ist das nix? Ah ja, ist das etwas. Aber er wisse ja, die Passau, die habe ich bald gezählt. Wenn er das Geld gezählt hat, ist noch viel andere Erbe. Dann hat er die Papiere zu machen von der Steuererklärung. Und dann machen er das Geld alles in den Koffer vor, wenn er es gezählt hat. Und dann denke ich gerade, die Eier von Gischert sind auch noch nicht gezählt. Jawohl, Mutter Overin. Schwester Marisuch. Hä? Ja, mit euch habe ich Schwester Marisuch. Mit mir müssen ein bisschen härter reden. Ich höre heute gar nicht gut. Ja, das merke ich doch. Ihr müsst die Hinkle füttern gehen. Und lohnt es ihnen nicht so viel Mais geben. Die Feuchtwuch sind uns schon erst riesig dick gefrickt. Die waren erst krank, dann darf man ihnen kein Mais geben. Was? Viel Mais soll ich nicht geben, gell? Ah ja, die sind ja so derme gegen die Männer, die wären doch
Ich hab doch so ehrlich gesagt kein Mais sollen erkennen. Die haben doch erst die Grippe abjährt gehabt. Und da darf man unbedingt kein Mais geben. Was? Die haben eine Fähre gehabt? Einem Horn? Je, da kriegen wir ja wieder einen Haufen Klickle, gell? Wissen Sie was, Schwester Marisuch? Am allerbesten gehen ihr auch da zum Heilig Antonius knien. Doch, doch, da, da, nehmt ihr auch nun. Und jetzt betet ihr den Rosenkranz. Da können am Menschen nichts Falsches machen. Ich weiß doch, ich habe doch gestern schon den ganzen Leben lange Tag gebetet. Von wem soll ich doch jetzt schon wieder beten? Erste Schwester Marisuch beten wir alle da. Morgens, mittags und abends. Und noch an andere Seite im Dorf. Und zweites beten noch für die kranken Hinkler, für unsere Hohn und dass wir viel gesunde Glickle kriegen. Ja, und für euch all die Gluckbäckchen auch noch. Mutter Oberin, was ist eine Mini-Aufgabe heute an dem schönen heutigen Tag, wo uns von Gott geschenkt ist? Oh, Schwester Marikette, ich muss einmal für alle Dinge unserem Herrgott danken, dass wir Menschen noch eine Schwester haben wie ihr mit einem so großen Glauben. Schwester Marikette, tut mir jetzt richtig leid, aber ihr müsst jetzt halt die Hinkel füttern gehen. Mit der dummen Funzel, da kann ich ja nichts mehr anfangen. Die sieht und hört nicht mehr. Und wenn er die Hinkel gefüttert hat, und dann gehen er in die Küche und dann machen wir das Mittag über und wir schälen die Grumbeere. Mit großer Liebe und im Gebet will ich meine Aufgabe vollbringen. Mutter Oberin, was ist an der Menü heute? Grumbeere, Eier und Salat. Oh, heiliger Antonius, helf uns! Nicht schon wieder Grumbeere, Eier und Salat! Ei, da sind wir ja schon 8 Tage da hin! Ja, ich habe gemeint, ihr Herren nicht gut. Ja, was ich nicht hören soll, das höre ich ganz gut. Ja, das merkt man doch. Das ist wie eine Wundermutter Oberin. Mutter Oberin, wie viel Grumbeere soll ich dann da schälen? So viel wie jeder da. Ihr wisst ja genauso gut wie ich, dass wir voll finanziell gar nicht gut stehen auf dem Moment. Eine Kumpel und ein Ei pro Kopf, gell? Ja, das langt vollständig. Okay. Am Salat nicht und auch nicht zu sparen, denn da haben wir nämlich den Garten voll und der ist schon am Schäse. Und das ja mit der Großdruckenden, das rennt ja alles nicht. Der schäst ja bald schneller, wie man es sitzt. So, und ich gehe mich jetzt bekümmern um die Papiere von der Komplementaire. Die Vorwoche haben wir einen Brief gekriegt von der Krankenkasse. Wir sind jetzt schon 3 Monate nicht mehr versichert, weil wir nicht mehr bezahlen können. Und das alles wegen der da Pinkelskripp. Ich weiß nicht, wie das noch soll, wie das gehen. Dieses Jahr sind uns jetzt schon 300 Hinkel kaputt gegangen. Wie das noch soll kommen, weiß ich nicht. Sagt mal, Schwester Marisuch, ihr müsst beten, beten, als auch das Hungern wird. Ja. Lieber Antonius, helf uns aus dem Schlamassel heraus. Lass mich zu dir beten, dass unsere Hinkel wieder heller. Lass mich zu dir flehen, dass sie wieder einen Haufen Eier legen. On capte très mal ici. Patientez une minute, je transfère l'appel sur le fixe. Schwester Marisuch! Schwester Marisuch! Schwester Marisuch! Ah! Du kriegst es doch nicht so hart mit mir! Wo ist denn die Mutter?
Josephine! Nee, die Oberin! Oh, ihr und eure Oberin. Ohne die sind ihr ganz verloren, gell? Ich bin mal froh, weil ich sie 5 Minuten nicht gesehen. Das Bistum hat angerufen. Da ist die Sekretärin vom Bischof am Telefon. Sie will mit dem Herrn Superior reden. Ja, aber ich kann an den Apparat nicht gehen. Ich höre ja nichts. Das weißt du doch. Sonne, sie soll später noch einmal anrufen, gell? Die Mutter Oberin ist im Moment nicht da. Können wir ein bisschen später anrufen? Bis in einer halben Stunde? Ja, merci, au revoir. Oh, lieber Anton, unsere Lotus ist ja noch so jung und unerfahren. Aber es so liebes Mädchen. Hoffentlich gibt das mal nicht so sauer wie bei uns die Ofen. Jesus, nein! Nummer 150 Eier. Die Händler, die lehnen alles weniger. Wenn das noch wie das geht, wird unser Kloster noch versteigt. Ich muss mit der Mutter Overin retten. Sie muss jetzt Herat rufen und sie soll die Hingle impfen lassen. Schwester Marisu, bete. Weichen wir mal, ihr seid alle mal bete. Ich bete von morgens bis abends und es wird doch nicht besser. Ich meine, der Oberherz wie ich, der hört auch nicht mehr so gut. Ihr müsst ein bisschen schneller beten. Was? Jetzt noch schneller beten? Lieber Antonius, häng dich fest, jetzt geht's rund. Schwester Marisu, hör einmal auf mit dem Rosenkranz darum zu spielen. Ihr kommt noch mit Schor und Strim in die Hell. Dein armer Herrgott wird so ganz schwindlig. Wenn man echt so heucht, wird sie auch schwindlig, gell? Und außerdem, unser Herrgott ist mehr gewinnt wie das. So, ich gehe jetzt Gott sei Dank gleich von der Messe, wo ich halt mal erzähle. Die Schwester Marike hat ja im Jackpot gewonnen. Im Jackpot gewonnen? Schön wär's. Ja, genauso hört sich's an. Da sind aber wie immer nur für deine kleine rote Geldinsel drin. Wenn das noch wieder geht, müssen wir das Kloster noch auflesen. Da gibt's nur noch eine Möglichkeit. Ein Wunder. Ein Wunder? Ja. Glaube er noch an Wunder? Mich wundert's nur, dass wir noch kein Advertisement von Rom gekriegt haben, so schlecht mehr finanziell. Man soll die Hoffnung nicht verlieren. Unser Herrgott hat gesagt, Eure le pauvre caribero Dieu. Ja, ja. Und dann hat er gesagt, veille et prier. Und dort werden er besser nicht so viel schnauzeln und ein bisschen ordentlicher beten. So, jetzt gehe ich in die Kapelle, Opferstocklehre wie Montonius. Also, ich weiß von ihm, wie und was, dass ich beten soll. Ich soll beten. Na, jetzt soll ich schneller beten und jetzt soll ich noch ohnmächtiger sein. Sœur de Saint-Antoine, sœur Marie Pucelle à l'appareil. Oh,
Quel plaisir de vous avoir au téléphone. Comment? La supérieure? Nee, Eminenz, es tut mir leid, aber die mehr Superior ist immer noch nicht zurückgekommen. Ich glaube, die ist mit den Töschewoch auf der Merk Eier verkaufen gegangen. Wie? Ob sonst keine andere Schwester da ist? Doch, doch, Eminenz, da ist die Schwester Marisur. Ich geb's euch grad. Aber ihr müsst ein bisschen härter reden, weil die hat nicht mehr so gut. Bonne journée, Monseigneur. Au revoir. Schwester Marisur! Schwester Marisur! Schwester Marisur! Schau, was passiert? Brennt's! Mena, ja, da ist jemand am Telefon und will unbedingt mit euch reden. Mit mir? Wer will denn schon mit mir reden? Ah ja, mit euch ist doch keine andere Schwester da. Hopp, schnell? Nee, schnell, mit, hopp. Hallo! So. Schnell. Hallo, da ist die Sœur Marisur. Wer ist's denn? Was? Was bin ich? Dumm? Dumm bin ich? Also, es so ein Frecher? Also, so ist mir heute auch noch keiner gekommen, gell? Hat ihr nichts anderes zu machen, wie da im Kloster anzurufen? Die Schwester im Gebet zu stören? Und dann noch sagen zu sagen, dumm! Ich bin vielleicht dumm, gell? Aber ihr seid auch nicht sehr gescheit. Schon gegen den nach so etwas nicht machen. Frecher Bengel! Also, nee, die Jungen von heute, die haben doch überhaupt nichts mehr im Kopf. Ei, Schwester Marisur, was kommt denn an euch? Wisst ihr, wer ihr am Telefon geraten? Na ja, weiß ich das. Ein frecher, ungezogener Lustbub ruft da an und fragt mich, ob ich dumm bin. Aber der ist gerade auf die richtig gefallen. Den man nicht einmal gesteckt. Ihr dürft euch nicht alles gefallen lassen. Ihr müsst noch viel lehren im Leben. Na ja, das war doch der Bischof. Der Bischof? Wenn das der Bischof war, bin ich der Papst. Der Bischof hätte doch niemals da angerufen und hätte zu mir gesagt, dass ich dumm bin. Ei, Schwester Marisur, der hat nicht gesagt, dass ihr dumm seid. Der hat gesagt, da ist Bistum, es Bistum. Oh, leck mich am Schleier. Und wie hat ich zu dem gesagt? Frischer Bengel und ihr dem ausgeschult. Ich komme jetzt schon, streng wie die Hell. Ja, ja, und der Schleier geht auch noch mit. Wenn ich euch wäre, gäng dich direkt Bichte gehen. Ja, Bichte, das ist das Einzige, was mir jetzt noch helfen kann. Wenn das die Mutter Oberin hört, oh, ehrlich, Antonius, helf uns! Sind schon wieder zwei Hängel kaputt. Oh je. Und da, das arme Hängel da, mein allerliebstes, das hängt auch schon der Fritsche. Das hat auch schon der Hängelschnuppe, gell? Ah, Jesus, ich glaube, ich bin auch schon betroffen. Oh, Mutter Oberin! Mutter Oberin!
was ist schon los? Hast ihr schon Litte? Schon mittags oder Mariklos? Jesus, nee, aber ich bin ganz verseidet von der Oberin. Lunda, Madonna, schon wieder zwei Hängle kaputt. Und da mit armen Single, das hat auch schon Hängle geschnuppert. Geil, du, jo, komm. Ah, du! Da ist nur mehr noch eine Möglichkeit, Sir Mariklusch. Was? Wir müssen die ganze Hänkel metzen lassen und den Hänkelstall ausspritzen lassen. Die ganze Hänkel ja. Metzen? Jesus, nee. Ich stelle euch doch mal vor, das sind doch 250 Lehhänkel. Jesus, ohne die vielen Fläschchen. Und die vielen kleinen Klickler, Jesus, nee, das wäre doch ein Massenmord in dem Hühnerstall. Und das Schlimmste ist, ich glaube, ich bin auch schon betroffen. Am hintersten Säbel muss ich auch noch dran glauben. Wissen wir was, Schwester Mariklusch, ich mein's ist vielleicht noch eine Möglichkeit, von diesem Massenmord umgehen. Ich kann mal sofort den Tierarzt anrufen. Ah ja, hoffentlich kann ja der uns helfen, gell? Oh, du mit armen Single, komm, ich putz da mal die Nase. Oh, ja, ja, du hast ja so die Schnuppe, ha? Ah, weil du mein liebes ja. Jetzt bist du auch krank. Ja. Hallo? Bin ich da richtig? Bin Dr. Geisebart. Ja, bonjour, Dr. Geisebart. Da ist die Mutter Overin vom Heiligen Antonius Kloster. Könnte sie mal bei uns vorbeikommen? Wir haben nämlich Epidemie im Hinkelstall. Und wissen Sie was, Dr. Geiselbart? Ich meine, ganz eine von unserer Schwester, die ist auch schon betroffen. Was? Ob sie die Federe stellt? Ja, wem, Dr. Geiselbart? Die Schwester? Nee, nee, die hat nur die Schnuppe, die nächste ganz sieht. Was? Der Hausschnuppe? Nee, nee, ich mein, Ganze ist auch schon betroffen von der Hinkelskrippe. Ja, am besten so schnell wie möglich, Dr. Geisenbart. Merci beaucoup. Bis heute Mittag. Au revoir. Er kommt noch den Mittag. Ah ja, hoffentlich kann der uns helfen, gell? Oh ja, ich nehme doch an, dass der uns helfen kann. Das ist schon gar kein Problem. Jesus, nee. Lohne mal da nun. Jesus, nee. Was soll ich dann machen mit den Hühnern da? Soll ich sie begraben? Jesus, gut, ne? Schwester Mariklos, ich werde die nicht begraben. Der Dr. Geiselbart muss ja mal zuerst die Autopsie machen, verloren von was, als die kaputt gegangen sind. Ah. Ah jo. Mutter Oberin! Mutter Oberin! Da ist ein mehr Besuch! Ja, ich weiß, oh Jesus Gott, der Tierarzt soll alle Augenblick kommen. Nee, nee, nicht der Dr. Geiselbart, da ist der Bischof und so kleiner und dicker Pater. Der Bischof ist im Hof. Oh, Maria, Herrgott, der Donner hat mir jetzt noch gerade gefehlt. Der Bischof. Schwester Mariklos, ihr müsst ein Lied gehen, als die ganze Schwester da auftreten. Und wenn sie da sind, stellen sie alle schön in eine Reihe. Und an der sind, gehe ich den Bischof aufmachen. Denke dran, wenn ich mit mir reinkomme, aus einer schönen Lache, wenn er euch betrifft. Hat das gut verstanden? So? Ja, genau so. Genau so. Ich gehe ihm jetzt aufmachen, gell? Schwester Marie, küsse, dann machen wir mal da die zwei Hinkel am Tisch runter. Und ich hab die gemetzt? Männer! Die sind von Lehm kaputt gegangen! Die haben doch den Hänkel gekriegt! Die haben ja gar keinen Federer mehr! Wer hat denn die gerobbt? Niemand! Das ist doch die komische Krankheit! Sag mal, ein bisschen helfen wir mal gerade meinen Hänkel. Ich muss Liede gehen! Ich muss Liede gehen! Thank you.
schon wieder das noch nicht. Nein, aber stell euch schön in eine Reihe. Der Bischof kann alle Augenblick da reinkommen. Wer ist im Hof? Ihr habt doch überhaupt nicht. Der Bischof ist da! Der Bischof ist da! Da blieb ich nicht, der frisst mich ja! Wenn der Bischof reinkommt, schön lachen. So. Voilà, Monseigneur, da ist unsere ganze Belegschaft. Aber das freut mich auch, Mutter Oberin. Darf ich euch vorstellen? Da ist die Sœur Marie Pucel. Enchantée, Eminenz. Enchantée. Geht nicht das arme Hinkel der Metze? Nein, Eminenz, das kriegt nur die Federn geschnitten. Die Sœur Marie Pucel, Eminenz, die ist 17 Jahre alt. Und die ist noch total unschuldig. Das da unten, das ist die Sœur Mariquette. Enchantée, Emily. Enchantée, ma Sœur. Und wie steht's mit der hier Unschuld? Ich weiß, ich glaub nicht mehr ganz, Eminenz. Ah, Schwester Mariket, darf ich euch mal fragen, was ihr in dem Segel da habt, wo ihr so fest in der Hand habt? Das ist Minz, wo ich eben aus dem Opferstock im Antonius auch rausgeholt habe. Ach, das sind ja die Finanzschwester. Ja, so können wir mich auch nennen. Denke uns Bistum, Schwester. Denke uns Bistum. Und da ist unsere Sœur Marie Cloche. Enchantée, ma Sœur. Enchantée, Monseigneur. Ist die auch noch unschuldig? Eminenz, die bekümmert sich um die Glocke. Die bekümmert sich um die Glocke. Um die Glocke? Ja, genau. Ich habe verstanden. Ah, da haben wir eben so da gelitt. Ja, Monseigneur. Und wissen Sie was? Das ist gar nicht so einfach. Da habe ich mir ein paar Jahre haben, bis ich das nur mal gekinnt habe. Das kann ich mir vorstellen. Da, Eminenz, die Letzte, das ist unsere Sœur Marisour. Aha, das ist die Sœur Marisour. Kennt ihr die, Eminenz? Nicht vom Gesinn. Aber mit der habe ich schon heute Morgen Bekanntschaft gemacht am Telefon. Gell, Schwester Marisour? Hä? Was meinen Sie, Eminenz? Die hört nicht mehr gut, Eminenz. Da müssen wir viel härter retten. Härter retten? Ja. Mit der Schwester habe ich noch eine Heilsrobbe. Nee, Eminenz. Ihr Brüche kein Hingel mit der Robbe. Wir haben sie euch schon gerobbt. Lunge mal da, wir haben sie euch schon gericht. Eins war echt. Und eins war der Vater. Da kann Ihre Mutter die beste Hingelsuppe machen. Ja, Monseigneur, Hingelsuppe oder feine Pastete. Wissen Sie, unsere Hingel, die sind richtig geeignet für das. Die haben so zartes Fleisch. Und wie wir gehört haben, als ihr zu uns auf Besuch kommen, waren sie gerade am Hinkel mit. Dann haben wir gedacht, wir müssen auch gerade zwei mit. Das sind jetzt die Hinkel. Ja, woher haben ihr denn gewusst, dass wir zwei da kommen? Du. Eure Sekretärin hat da angerufen und hat euch persönlich angemeldet. Ah ja, zuerst die Sekretärin. Und dann habe ich die Ehre gehabt, von mir die Schwester Marisour zu reden. Ah, das sind eher die Schwester, die zu mir gesagt hat, frischer Bengel? Ich weiß gar nicht, was ihr meint.
Ich ja so schlecht. Ist das wahr, Schwester Marisuch? Was habt ihr verloren? Eminenz, ihr habt das bestimmt falsch verstanden. Die Schwester, die hat mit frecher Bengel gesagt, die hat gesagt, netter Engel. Weil zwischen Engel und Bengel ist schon eine große Differenz, gell? Aber wir will jetzt mal zur Sache kommen. Genau, Eminenz, kommen doch jetzt endlich mal zur Sache. Also, die liebe Schwester, die stellen sich ja bestimmt schon die Frage, was wir da hermachen gekommen sind und was ihr, was wir von ihnen will. Ja. Was soll ich dann mit dem toten Huhn da machen? Es geht nicht mehr kaputt. Requiescant in pace. Eminenz, also ich glaube, ich stelle mich jetzt mal vor, gell? Also, Levi Mutter Overin, ich bin der Pater Maurice, Superieur vom Geisenkloster. Mhm. Enchantement, ma mère. Hey! Aber was kommt denn auch in? Da hin werden die gerade geschmitzelt. Ich meine, ihr, wir sind auf der Kirche oder was? Da ist in einem heiligen Antoniuskloster. Und da hin, da schickst du die Keuschheit beschrieben. Hast du das gut wissen? Pater Maurice, benehme ich ein bisschen. Und heute will ich euch gerade noch etwas sagen. Man sagt nicht Enchantement, ma mère. Man sagt Enchanté, ma mère. Enchanté, ma mère! Im Moment, muss das wirklich sein? Also mit der habe ich jetzt rasch drei Wörter geredet. Enchanté, ma mère. Und die geht mir schon aufs Nervensystem. Hein? Und nicht der Pater Maurice. Ihr seid gekommen vom Geisenkloster. Von dem Geisenkloster habe ich noch niemals nichts gehört. Wo lädt denn das eigentlich? Hey, Mutter Overin, das lädt nicht, das steht. Ja, hol ihr mich fast so dumm, das weiß ich ja, wo steht's denn? Hey, das steht zwischen Kapellenhof und zwischen der kleinen Miel. Das ist ja nur ein so kleines Landkloster. Und wir sind ja nur drei Pater. Zwei Weiße. Und einer Schwarzer. Was? Ihr habt drei Kadre? Zwei Wiese und ein Schwarzer? Seid ihr mal einmal still, habt ihr noch nie genug angestellt, verhängt. Pater Maurice, mit was verdient dann ihr? Ich meine, von was lebt dann ihr? Ah, gell, ihr sind die Schwester Mariket, gell? Ihr sind die, wo euch ums Goldsäckel bekümmert. Ihr habt immer die richtige Frau, hä? Aber ich will euch doch sagen, von was das mir lebe, gell? Also, mir Pater, mir lebe hauptsächlich von Geise. Mäh! Ja, wir haben so circa 30 Stück. Meine 20 Wiese und eine ganz schwarze. Und die ist so schwarz, wie ihre Oberin ihr gläht. Ja, ein schwarz Schaf ist ja immer unter der Herd, gell? Eine Schwester Mariklos, was von den Ehefahrt umkriegt, gedunkelt. Müsste er die Geißel melken? Sir Marie Püssel! Oh, pardon, ma mère. Das kann er nicht mehr so umkriegt, Frau stellen. Ein Mutter Overin, aber jetzt verstehe ich euch überhaupt nicht mehr. Da ist doch jetzt nichts dabei gewesen. Es gibt doch nichts Natürliches wie das. Ein dort, wo Idris sind, dann muss gemolken sein, hä? Mais bien sûr! Und ihr wisst ja, Mutter Overin, die Kühe, die wäre von der Seite gemolken. Aber unsere Geise, die müssen wir von hinten melken. Mais bien sûr! Und wissen, ich habe schon gesehen, da, wir haben dasselbe Schemmel wie ihr, hä? Ja, gerade ist da hinten ist nicht dran. Wir haben nur so vier Pesto und ein Brett drauf genagelt. Und das nehmen wir noch mit in den Park. Und dann stellen wir das hin und den Käse haben wir auch kennst. Und dann hocken wir uns da drauf.
Und dann ziehen wir die Geiss B. Bien sûr! Und dann unterstellen wir der Ehematrone. Und dann fangen wir an Melke. Hund, Arbeit, Mamä! Wir haben keine Melkmaschine. Und die Geißen melken wir morgens. Die melken wir mittags. Die melken wir abends. Und wenn sie ein Dicke in der Hand haben, schmeißen sie sogar nach noch rein. Bien sûr! Und von der Geißenmilch, da machen wir Geißenkäse. Ja, Mutter, auch ein Geißenkäse. Und daher kommt auch unser Name, die Käsepaterin. Käsepaterin nenne ich auch. Ich will jetzt gar nicht unanständig sein, aber so schmecken er grad. Mutter Ovrin, ein bisschen Anstand. Ah, Jesus! Nee. Ich hätt's ja jetzt um ein Haar vergessen. Ei, Eminenz, es ist schon gar keine Beleidigung gewesen. Die Ovrin hat ja recht. Ei, natürlich schmeckt's da noch Käse. Schon wenn sie stets, weil ich mich schon lange nicht mehr gewischt hab. Aber nee, Mutter Ovrin, fahren wir mal da hin in die Kapuz. Was? Ja, fahren wir mal hin. Oh, Jesus. Ich hab euch ja unseren besten Käse mitgebracht. Nein, nein, die sind voll, ne? Das ist alles leer. Nix. So, also für jede Schwester einer Käse. Für euch, Sir Marisur. Für euch, Sir Marie-Glosch. Für euch, Sir Marie-Kette. Und für euch, Sir Marie Püssel. Und für euch, Eminenz, natürlich auch einer. Gott vergelt euch, Pater Maurice, gell? Hoffentlich, hoffentlich, ja. Und für euch, Mutter Ovrin. Ha, unsere allerbeste, unsere allerfeinste, unsere allerdierste Kapuziner Bio-Case. Vielen Dank, Pater Maurice. Schmeckt der Käse doch so fein. Ja, Sir Marie-Klosch, ihr habt recht. Wirklich ein himmlischer Duft. Genau, genau. Himmlisch ist der Duft. Und wissen wir warum, liebe Schwester? Das ist, weil unsere katholische Geiße sich eine ganze lange da in Gottes himmlischer, freier Natur frei bewegen können. Ja, wir haben 30 Acker Parker und da hupsen die ganze da von einer Seite vom Park auf die andere Seite vom Park. Ja, und die fressen die feinsten Kräuter von der Wies, unsere Geiße. Ja, und kennt so getriebenes Dinges wie der Käse vom Süperü und vom Lidl und vom Matsch und vom Cora. Das da ist purer Cappuccino. Kapuziner Bio-Käse. Vor alle Dinge. Meiner Käse, der kann ich überhaupt nicht schmecken. Der schmeckt so streng, als man bald schlecht wird. Und ihr hupst da in dem Refektor rum wie so Geist. Schlüssen wir mal an eurem Schmucken. Nur der Tone schmeckt gut, was soll denn ich da für Käse kriegen? Oh je. Krustig? Euer Käse, der schmeckt aber extrem streng, gell? Du wärst mir bald schlecht. Der Käse da, der ist bestimmt gemacht worden mit der Milch von der Schwarzgeiß. Oh. Ist da so eine große Differenz zwischen Wiese und Schwarze Geiße? Woher denn, Eminenz? Das gibt's doch gar nicht. Zeig mir mal deine Käse da her, ich hab mich doch nicht probiert. Er schmeckt ein bisschen streng, aber das ist der richtige Käse, unser allerbeste und unser allerdierste. Natürlich, wissen Sie, der Käse, Mutter Orin, das kann ich euch versichern, der ist nicht gemacht worden mit der Milch von einer schwarzen Geiß. Der ist nämlich gemacht worden, da steht's, mit der Milch von unserer Bikette. Und unsere Bikette, die ist so weiß
wie eure Novis. So wies wie eure Sir Mari Püssel. Gott, unsere Bikette ist kein Püssel mehr. Und wissen wir warum, dass der ein bisschen streng schmeckt? Die war erst verpaart ab im Geißbock, gell? Aber nur der ganze Theorie da von dem Geißekäse. Ihr werdet doch mir nicht verstehen, dass ihr nur da kommt sind von dem Kapellhof bei uns der Käse, das er bringen. Nee, Mutter Oberin. Hinter mir vielleicht mal sitzen. Weil es ist nämlich eine sehr wichtige Sache, die wir da müssen klar machen. Ah, kein Problem, nehmen Sie Platz. Und ihr, liebe Mitschwestern, gehen jetzt alle wieder an eure heutige Aufgabe. Also, Mutter Ofen, es geht um Folgendes, gell? In unserem Geisekloster, gell, da hat's vorher ja eingeschlagen. Ihr wisst ja, im Sommer, es war so heiß wie alles, ein Gewitter und alles, und bumm, hat's uns in der Dach von der Kapelle geschlagen. Der Dach, alles kaputt. Mensch, nochmal, Mutter Ofen, überall Ränzerin. Wenn wir den Vesper singen, in all Ecken haben wir ein Ämer gestehen. Drehe Lehne im Herbst, gell? Wenn wir die Vesper singen, dann machst du nur noch blub, 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 blub. Wir verstehen als unser eigenes Wort nicht mehr. Und ich hab sogar schon auf Rom geschrieben, gell? Weil wir haben kein Geld mehr für das reparieren zu lassen. Ja, aber unser Papst hat ja im Moment auch nicht viel Zeit, gell? Er ist im Synod mit seinen ganzen Bischöfen und Kardinälen, gell? Was legt dem noch mal so arme Pater vom Bitscherland, ne? Ja, jetzt ein Jahr, Eminenz, war ihr nicht eingeladen in dem Synod? Ah, oh, nein. Wie? Ich habe eine Krankenscheinrat. Ah, ja, sind wir. Eine Krankenschein? Ach so. Na ja, nicht auf jeden Fall. Ja, wir haben kein Geld mehr für das zu bezahlen. Ja, was soll ich so machen, gell? Jetzt habe ich hier einen Brief gekriegt von der Krankenkasse von Metz. Da sind wir auch rausgeflogen. Weil wir nicht mehr bezahlen können. Ich habe gehört, euch geht's auch nicht viel besser, gell? Ganz genau, wir sind auch nicht mehr versichert. Und sie euch auch rausgeschmissen? Genau. Also wenn man da nicht bezahlen kann, ist man direkt vom Fenster, gell? Ja, jetzt hol ich mich auf das Metz. Wie will ihr, wenn ihr kein Auto habt, vom Kapellenhof bis auf Metz kommen, hä? Vor ein paar Jahren habe ich den Zug noch keinen nehmen. Am Meierhof in der Räderschinge. Gruselig, sag ich euch! Denn in kleinen Räderschingen machen sie so Erdrohnen, wissen Sie? Ich sag nicht mehr, das ist so gruselig, gell? Und ich will den Zug will holen. Ja, sie kennen mich da. Jetzt hol du den Zug, hä? Na, hab ich keinen zu Fuß vom kleinen Räderschingen bis auf Sagemin laufen. Und ich gemeint, als Pater nennt mich einer mit. Hasebu! Also, da hab ich ein Buch da ist durchgefahren, mit dem Vater, mit dem Mann. Wollt ihr denn mitfahren, Pater, hä? Da hab ich gemeint, ich darf vorne in die geheizte Kabine. Pensez-vous? Okay, ich gerade da hinten auf der Bahn. Er ist auf Sarunia gefahren, war ein Äppel vertrinken. Ich kann euch sagen, auf deine Äppel da, da hat man gehuckt, das wie ich weiß nicht, wie der Oma auf die Grundbeere. Jetzt, wenn ich auf Sagemin komme, sind liebe Schwester, habe ich den Zug genommen bis auf Metz. In Metz bin ich auf die Krankenkasse. Da war nichts geworden. Ich habe überhaupt nichts wissen. Gläht hin, gläht her. Kein Geld, raus. Dann habe ich gedacht, jetzt kennst du ja vielleicht gerade, wo du schon in Metz bist, aufs Bistum gehen, zu unserem Herr Bischof. Und kennst unseren Bischof, das auslehnen, wie das ist, mit unserem Kloster und mit unserem Dach. Vielleicht könnte sie uns helfen. Ich bin zu Fuß. Von der Krankenkasse bis aufs Bistum. Dort habe ich an der Tür geklopft. Da hat mir gar niemand aufgemacht. Dann habe ich auf die Klingel gedrückt. Dann hat es gemacht. Psst. Gar niemand kommen. Ich habe nochmal auf die Klingel gedrückt. Psst. Nix. Rien du tout. Dann habe ich nochmal drauf gedrückt. Und ich mir selber mache wieder. Psst.
Na, wenn ich wieder die Dinge komme, geht die Fuleno. Haben die im Bistum eine Pachtautomatik? Das habe ich an eurem Kloster noch nicht. He? Mir auch nicht. He? Jetzt komme ich schon auf Sekretariat von unserem Bistum. Ein nettes Mädchen hockt da geil am Büro. Aber wirklich ein schön, ach gut, wenn ich ein wirklich schönes, also wenn ich ein Partner wäre, ich hätte es direkt geheiratet. Ja, ich weiß, aber es war wirklich ein nettes Pippel. Ja, ja. Dann habe ich zu dem gesagt, ich wollte mal mit unserem Bischof reden. Sag das zu mir, wo kommt denn ihr her? Dann habe ich gesagt, ein vom ganzen Kloster. Sag das zu mir, wo leid denn das? Habe ich gesagt, das leid nicht, das steht. Ein, wo steht denn das? Ich sag, das steht zwischen dem Kapellhof und zwischen den kleinen Mien. Das hat so große Augen gemacht. Ist aufgestanden, geht an den Schank und holt den Kater raus. Sucht die kleinen Mien und den Kapellhof. Torsebu, das hat nichts gefunden. Ich glaub, wenn unser Herr Bischof die Treppe nicht im selben Moment runterkommen wäre, ich könnte noch dort stehen. Und na, unser Eminenz hat mich direkt in sein feines Büro empfangen, wo der Obrin. Ein Büro? Wow! Doch, Eminenz, schön. Sessel. Mit so schönem roten Filz. Das sind ihre Träger, gell, ihr Mutter Obrin. Und er hat mir direkt ein Whisky in die Schuss. Ein so großes Glas und so viel drin. Aber lieber so viel, als will gar nichts, gell, weil da jemand ist trocken. Trocken. Die Reiche Valenzan, dort ist bestimmt mehr Geld wie da bei uns. Ja, das kann mehr, ist ja aber das ist doch ein bisschen Trugge. Ganz hin im Hals ist Trugge. Ah ja, nicht auf jeden Fall habe ich unserem Eminenz das ausgelegt, wie das ist mit unserem Kloster und mit unserer Ämter und mit unserem Rennen und der Papst hat auch nichts will wissen. Und lieber, jetzt unser Eminenz, muss ich aber sagen, ist ein sehr gescheiter Mensch, sehr gescheit, ja. Der hat direkt gesehen, wo der Hundsloch... der hat direkt gesehen, wo es ein Nuss geht. Und unser Eminenz hat wirklich direkt eine sehr, sehr feine Idee gehabt. Ja, Mutter Oberin. Ich habe sofort an euch gedenkt. An uns? Ich habe da auch im Moment finanzielle Probleme, gell? Ja. Und das Kloster da ist sowieso halb leer. Ja, Eminenz, verstehe ich euch gut oder was? Ihr werdet doch nicht annehmen, als die doch, oder? Da, Mutter Oberin, dass die drei Pater bei euch da inseln. Was? Oh, heiliger Antonius. Aber was gibt denn das? Das ist doch unmöglich, Eminenz. Mit all Respekt, das kann man nicht machen. Ein Mutter Oberin, wir sind ja nur zu dritt. Und wenn wir unsere Ersparnisse zusammen machen, kommen, wissen Sie, das Geld von den paar Eier, wo ihr da noch verkaufen, und uns Geld von unserem Käse, wo wir verkaufen, da kommen wir ja viel besser um die Runde. Mit Biasü! Als das gut wissen, solange wie ich aber in der Jensen hole ich so eine Verantwortung nicht allein. Es gibt aber nur zwei Solutionen. Entweder die Pater ziehe ich in, oder ich muss das los dazu machen lassen und ihr geht fort in die Mission. In die Mission? Da lieber aus Afrika? Ah, nein! Jesus Gott, da nie war in die Mission. Jesus Gott, Eminenz, ich stelle ihr vor, da nie war auf Afrika. Eminenz, es ist schon nicht, dass ich die Pater nicht will aufnehmen da. Aber wir haben ja nur ein Badezimmer. Ein Badezimmer? Oh, Jesus Gott, ey, Mutter Orin, ey, da wären wir uns doch ähnlich wäre. Fahre mir mal nicht so viel dann. Also, ey, Mutter Orin, wir kennen ja, wir wären uns doch da ähnlich. Aber bien sûr! Wir können ja zum Beispiel sagen, als, und wenn die Pater sich baden gehen unter der Zeit die Schwester in die Kapelle und betet den Rosenkranz. Gegrüßet seist du, Maria, damit die Mönche nicht ertrinken.
Und unter der Zeit, wo ihr Schwester euch baden gehen, gehen wir Pater in die Kapelle, beten unter der Zeit der Rosenkranz. Gegrüßet seist du Maria, damit die Nonnen nicht ersaufen. Und wir können ja es so machen, oder auch nicht, dass zum Beispiel wir Pater uns Freitags morgens wäschen und ihr Schwester Samstags morgens. Dann kommen wir ja gar nicht zusammen, dann gibt's gar kein Problem. Freitags morgens will er auch wäschen. Ein mir fällt der Schleier noch vom Kopeit. Gibt's noch so etwas? Freitags morgens? Kein Wunder schmockst du ihn so streng. Bei uns werden sich alle Tage wäschen, da ist Disziplin groß vorgeschrieben. Nicht nur Freitags morgens, gibt's da noch so etwas? Da müssen wir eben ein neues Badezimmer installieren lassen. Ein neues Badezimmer? Ein etwas dann? Wir haben ja so schon kein Geld. Ich habe noch eine Idee. Was kommt dann jetzt noch? Mutter Aurin, wir lassen das mit dem Rosenkranz ganz auf der Seite. Und wir gehen mit noch nach Baden. Wir werden ja süß. Jedes Mal einer Pater und eine Schwester mit in eine Party. Der Pater lädt sich so rum. Die Schwester lädt sich so rum. Überlegt euch mal, wir sparen die Hälfte vom Wasser. Denn wir bringen nicht so viel Wasser in die Party, dann machen wir zwei drin leer. Und noch etwas, wir können uns sogar einander den Buckel wischen. Mit einer Pater. Mir bien sûr! Ja, das Dane wird auch noch gefallen. So wie kommt's noch. Aber da steht eins fest. Da gehen wir lieber noch in die Mission. Wie mitten an der Bade. Ich habe eine bessere Idee. Wir haben doch eine Brunnen da aus dem Hof. Ah ja, Eminenz. Oh, da habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Wir haben ja eine Brunnen im Hof. Mit drei Trogtron. Ihr sind doch drei Pater, ne? Drei Träg sind da drin, einer von jeder Pater. Und das Wasser, das ist so gesund. Und das läuft Winter wie Sommer immer durch. Brunnen. Ja, ein Brunnen. Im Hof. Ja, im Hof. Und drei Trägtron. Genau, drei Träg. Ihr werdet doch nicht wieder sagen, dass wir arme, arme Pater und so das ganze Jahr, Winter bis Sommer, alle Freitag morgen da aus in dem kalten Wasser wäschen. Also das kommt gar nicht in Frage. Ich gehe ja jetzt schon ins Friesland. Mein Name, das mache ich nicht mehr. Ne? Nee, Pater Maurice. Ihr habt so langsam, glaube ich, Ohrenprobleme wie die Sir Marisuch. Nee, ihr habt mich total letzte Stunde. Wieso? Nicht alle Freitag. Alle Maie, Winter bis Sommer. Das ist ja prima. Und jeder Pater hat sich noch einen Trog. Ganz genau. Mais bien sûr. Jetzt sind wir schon 6 Wochen da bei der Schwester im Antoniuskloster und du kannst deinen Hymnus noch nicht? Ja, bei uns war es ja viel einfacher. Wir haben noch auf Französisch gesungen. Das hat man noch so wenigstens verstanden. Die Schwester, weißt du was, die gehen wir jetzt so langsam auf die Sandale, he? Mit deinen spanischen Liedern da. Sandale? Ah, du hast ja gar keinen Unterfies. Sie gehen mal auf den Deck. Und nochmal, das ist doch kein Spanisch. Das ist doch pures Latinsch. C'est du Grégorien. Ça a été inventé par le pape Grégoire. Mais bien sûr!
Ich kann gar nicht verstehen, warum das die lachen. Das ist pures Latinsch. Und das haben wir in unserer Jugend alles noch so außer wenn sie kennen. Ihr junge Patria, ihr wisst überhaupt gar nichts mehr. Nee, ich weiß aber nur eins. Wenn jetzt der Pater Balthasar nicht mal kommt, wenn mir nicht kenne ich den Käsesteig dann nicht mehr von den Zähmen los. Der wird unstiefer. Ich frage mich aber auch nicht mehr, wo der blieb, du. Der ist ja schon über eine halbe Stunde fort, nur für die Geister zu melken. Der wird der Schwester in ihre Hinkelmelke gekommen sind. Hinkelmelke? Hast denn du schon gesehen, Hinkel mit Idre dran, hä? Glaub, du hast sie nicht mehr alle, hä? Ich weiß, er ist schwarz, aber so blöd ist er doch jetzt nicht. Er wird doch noch in den Hinkel von eurem Geist unterschieden. J'ai ramené du lait de la gaisse. Et de la gaisse, la chèvre biquette, c'est qui elle est grosse mamelle. Was? Chèvre biquette? Eh ben oui. Aber du hast aber lang müssen, Hansa. Du bist ja schon über eine halbe Stunde fort. Wo warst du so lang? Hey, tu m'as dit d'aller chercher du lait dans le parc. J'ai cherché la chèvre biquette, j'ai fait comme tu m'as dit. J'ai pris le seau, je suis allé dans le parc. Et quand je suis arrivé dans le parc, j'ai cherché la grosse mamelle, la biquette là, avec les grosses mamelles. Et quand je l'ai trouvé, j'ai fait comme tu m'as appris. J'ai posé le seau, j'ai pris la chèvre biquette, et j'ai commencé à faire la tête. Alléluia, elle a donné beaucoup de lait. Et de ce coup, j'ai entendu du bruit. Je regarde dans le parc, et je vois arriver le geysbock. Il a fait tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic, boum! Balthasar renversé, le seau renversé, la biquette, elle s'est sauvée. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le seau. J'ai couru derrière la biquette. Le geysbock, lui, il courait derrière Balthasar. Ah oui? Trois fois, j'ai fait le tour du parc jusqu'à j'ai réussi. Très mal de quai avant parc. Ah oui? Et le geysbock de nouveau, boum, Balthasar de nouveau parti. J'ai posé le sol. J'ai pris le geysbock par les cônes. J'ai tourné, j'ai fait carousel avec le geysbock. J'ai posé le geysbock de mes jambes que fait le capote. Jamais il faut voir moi couler, hein. Donc, Balthasar, komm gerade daher mit der Milch. Schütt mal ein bisschen dann hin. Der Käsesteig, der wird ja viel zu stief. Ça suffit comme ça? Oh, ja, es ist sehr gut. Merci. Ja, komm schon. Du, deine Spektakel hätte ich auch am besten gesehen, ne? Ein Geissbock, wo mir schwarzer Pater nachspringt, ne? Ja, sag mal, Balthasar, ist der... Ist der Geysbock jetzt wirklich kaputt? Mais nein, maintenant seulement il est un peu dirmlich. Maintenant, il a respect des Balthasar. Balthasar, il a plus de problème pour Melge Geys. Tranquille. Comme ça, il me fiche moi tranquille. Komm, weißt was? Ey, schick mir auch noch ein bisschen von der frischen Milch da in mein Butterfessel. Weil ich muss noch ein bisschen holen. Aber langsam, hä? Das ist nämlich Hightech von 1900 Zellemolz, gell? J'ai rien compris à ce que tu m'as dit, mais je vois que tu veux du lait. Et ça suffit comme ça. Ja, das ist lang vollständig. Ah, voilà. Et du lait tout frais de la chèvre biquette. Avec les grosses mamelles, hein. Tu as vu le lait qu'elle a donné, il est pur. Hein. C'est du lait bio. So, weißt du was? Jetzt hockst du dich da an meinem Platz, drehst noch ein bisschen, aber nicht zu schnell, hä? Und unter der Zeit kann ich dem Bruder Theophil helfen, für deinen Käse in der Schachtel zu machen, gell? Trippel mal noch ein bisschen da! So, aber dreh nicht so schnell, gell? So rum. Ja. Tourne, tourne, tourne la roue, les patates viennent tout. Tourne, tourne, tourne la roue, patates viennent tout. Ich bin schon du, das ist doch keine Wäschmaschine.
Das ist ein Butterfessel. Und da dreht man nicht so schnell, das gerinnt ja. Das geht ja so langsam. Da sind wir nicht im Büchkin Amasso, ein Basso, ein Basso. Da sind wir im Bärbilla. Hey, je peux te poser une question? Est-ce que tu veux que je fasse du beurre ou de la crème chantilly? Comme ça, ça va? Ja. Pater Maurice! Oh, schmeckt der Feind, du! Pater Maurice! Der Fisch jetzt endlich mal da rausbietet. Aus der Schüssel? Ajo! Woher dann? Ich konnte bald nie mehr! Trippel du jetzt noch ein bisschen! Ohne der Zeit mach ich deine Käse in die Schachtel! Du weißt ja, je länger das der Schüssel deine Zähne durchritscht, je feiner wird der Geschmack und der Duft und die Saveur von unserem Geisekäse. Du hast eine richtige Konsistenz. Tja, Risa, c'est du Fromage Bio. Ja. Und besser schmeckt er. Überhaupt, dass meine Fäße jetzt schon fünf Wochen und kein Wasser mehr gesehen haben. Und der Rest eigentlich auch nicht. Was? Fünf Wochen? Oh Jesus. Sind das schon fünf Wochen, dass wir uns das letzte Mal gewischt haben? Wir sind jetzt schon sechs Wochen dahin im Antoniuskloster. Und wir haben uns die erste Woche da aus in dem eiskalten Brunnenwasser gewischt. Weißt du das noch? Oh. Ja, und nachher waren wir alle drei krank. Hey, weißt du was? Ich geh nie mit da hin, ne? So schnell nicht. Was hast du gehabt? Ich schon Holzweh gehabt, naja. Holzweh? Ich schon so Holzweh gehabt, ich schon noch kein Psalm mehr können singen. Aber, sehr früh, mein Frère. Moi aussi, j'avais le rhume, j'étais malade comme toi. Moi, plus jamais, je vais baigner tout nu dans le troc, là, de l'eau, là. Les Wasser, il est viel zu kalt. Du heißt schon mal, hein, Balthasar, es ist ja aber auch kein Wunder. Wie hast denn du dich aber auch noch mal keine Splitternagischen in den Brunnen hocken? Mais toi, tu comprends pas? Ah, bah, c'est comme un lourd. Un lourd, tu rentres dans l'eau froide, quand tu ressors, tu es presque sec. Was? Un lourd? Oui, un lourd, oui. Ah, ja, Alter, ja, war gescheiter wie mehr. Mehr zwei Esel. Wir haben uns mit den ganzen Kleidern und mit dem Sonderhock in das kalte Wasser da gehockt. Das hat ja drei Tage gedauert, bis das die Kleider wieder super waren. Super? Okay, ja. Und weißt du was? Das nächste Mal geh ich auch nackig hin. Nackig? Ganz nackig? So wie er. Du auch? Ja. Oh mein Gott. Anne, das trau ich nicht, ha? Anne, ich sehe doch ein kleines bisschen vernünftig, Mensch. Wir sind doch Pater. Stell euch doch mal vor, da steht so ein kleiner, dicker Pater wie ich. Später nag ich den Brunnenbetrag und wäscht sich da und die Ohren die Luft aufs Fenster raus. Also die kriegt ja ein Herzinfarkt. Et puis Maurice, moi elle peut regarder devant, elle peut regarder derrière, tu es noir. Was hast du da gesagt? Was hast du da gesagt? Vorne, hinten, alles schwarz. Ja. Und schließlich, ja, war ja das der Mutter Overins nie gescheite Idee, dass wir uns in den eiskalten Brunnenwasser da wäschen sollen. Der Overin? Ah ja. Ah ne, Bruder Theophil, da bin ich mit dir überhaupt nicht zufrieden. Das war für einmal nicht die Mutter Overin. Da muss ich mal zurückhalten. Das war die gescheite Idee von unserem Herr Bischof, ja? Nicht von der Overin. Ah, vom Bischof. Mais bien sûr. Ja, pensez-vous. Der hat Gott zu sagen, der frucht sich nicht so wäsch mit so kalt Wasser. Ja, en tout cas, mes frères, moi, je peux vous dire, ça commence à sentir mauvais sous les aisselles, là. Okay, Mensch, noch einmal, mich bis zum Kratz einlegen, du.
Es kann jetzt gerade kommen, wie es will. Du, am Freitag müssen wir wieder in deine Brunnen. Ha? Nackig oder nicht nackig? Ha? Oh, mach mich gar nicht dran denken. Das Wasser, das ist ja so kalt. Und noch so nass dazu. Wer ist das? Mein lieber Mann, du, ist diese Choral, hä? Also aus dem ganzen Bitscherland kenne ich, hä? Wow, man kennt ja gerade, da kommen zwei Geister, da kommen zwei Engel vom Himmel. Und ihr ist so schön gesungen. Ein mir Iwe doch fahr in de Vesper. Denke dran, in einer halben Stunde müssen wir alle in de Vesper sind. Und hab ich eigentlich und Lucis Kreator schon geübt? Hä? Denn Gischert hat sie nämlich schrecklich umgehört. Und die Mutter Overin, die hat gelohnt wie ein Devil. Da kannst du gerade singen, wie du willst, denn die mal so wie dich. Ja, Schwester Mariklusch, sollen wir es euch vielleicht einmal vorsingen? Ah ja, das ist jetzt eine gute Idee. Ein Bierstü! Weißt du was? Walter Balthasar, du losch an ein paar Stöße und sag Gott, siehst und ich sing mit dem Bruder Theophil, gell? So, der Käse ist gar nicht schlecht, sag. Jens, ne, ja, Geschmack. Ne, das ist Sinter, dass du, je länger, dass du da drin stehst, je besser wird er. Der schmeckt so richtig nur der Links-Dick-Zeb. Bierzü! Nee, ich geb doch Ton an! Bist du bereit? Est-ce que tu es prêt? Je vais chanter avec. Bierzü! Eins, zwei, drei. Vier. Luce es creator optime, luce endierum proferens. Primo. Ich singe hier nicht mit. Ich sing hier nicht mit. Mensch, sei doch mal ein kleines bisschen, was du kannst jetzt. Schade. Guck, alle drei Männer, der switcht drauf. Ah. Eins. Zwei. Drei. Requiem. Als wenn ich ja geil ins Gott säckle, wenn ihr so schrecklich singe. Ah, ihr vertriebe uns ja die ganze Lied aus der Kirche. Das kennt so schon nicht mehr viele nennen. Hast du dich mal vielleicht schon wieder von Pasch trompiert? Ah ja, du Dirmel, ich hab doch gesagt, Pasch Stöße und Sakrozis. Das ist ja die Todemesse, wo du da gesungen hast. Requiem in Eternam. Lucis Creator hast du alle singen. Moi, j'y comprends rien avec là, les spanish comme ça. C'est beaucoup trop compliqué, les charabias. Spanish charabia. Aber jetzt geht er doch ein bisschen weiter, schwarzer Pater. Sagen das nur mal nicht, wenn die Mutter Overin in der Nähe ist. La Mutter Overin, la Mutter Overin. Pourquoi vous avez peur de la Mutter Overin? Moi, je vais lui montrer comment elle chante les chansons du Burkina Faso. Et là-bas, la musique, au moins, elle est joyeuse. Ici, la musique, elle est triste. Honnêtement, mais t'es musique. Tiens, fiche pas l'indice, rousse, bitte.
Écoute, Père Théodie, toi, tu vas encore tripler un peu là. Moi, je vais chanter les chansons du Burkina Faso. Et toi, Père Maurice, tu vas prendre les boîtes de fromage et tu vas faire tam-tam. Ouais, tu vas là-bas, tu fais tam-tam. Et tu vas là derrière les Antonis. Et tu vas ramener la sœur là-bas pour donner le rythme de la musique. Elle va là-bas derrière, va. Voilà, comme ça, il donne le rythme. Et toi, tu fais les boîtes de fromage tam-tam. Donne la sœur. Comme ça, c'est les bourrismes, comme ça, voilà, comme ça, vous donnez pour moi les rythmes. Et toi, tu triplais encore un peu, là, pour que ça sonne comme il faut. Tu prends les grosses boîtes de fromage, les grosses, parce que comme ça, ça fait beaucoup de bruit. Voilà, comme ça, oublie pas d'enlever les doigts entre. Voilà. J'ai commencé à chanter, vous allez avec moi, hein. Doutou, et doutou, et da. Was ist schon da hin los? Da merkt man ja gerade mich auf einem afrikanischen Karneval. Schwester Mariket, schau mir echt nicht. Und ihr, Schwester Mariklos, in 5 Minuten geht die Festbar an und ist noch nicht geliebt. Es wird vielleicht Zeit. Also nee, ich habe doch gewusst, dass wenn die Padre da so uns ins Kloster kommen, dass das nicht lang geht. Und da haben wir das Theater schon. Gibt's da noch so etwas? Ei, Mutter Overin! Dass ihr euch immer so schrecklich aufrege. Ah, das war doch jetzt ganz lustig. Der Pater Balthasar hat's doch gut mit uns gemeint und hat uns ein Lied, ein ganz neues Lied, ein Kirchenlied vom Burkina Faso gesungen. Du 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 da. Du 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 da. Aber jetzt langs mal dahin. Jetzt will ich ruhen. Dahin sind wir im Kloster, im Heilig Antonius Kloster. Da sind wir nicht im Burkina Faso. Wir sind doch nicht im Urwald dahin. Aber Mutter Overin, ich habe doch jetzt das Lied so schön gefunden vom Lasso. Du 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 da. Du 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 da. Du 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 da. Du du da. Wie dick muss ich denn das noch sagen? Alter, da reicht kein einer Mensch mehr dahin. Wie dem Donner sieht man gerade noch die Wiese sehen. Mein lieber Mann, mein lieber Mann. Aber Mutter Overin, ich bin doch sicher, wenn man das am Sonntag in der Messe singen gängte, wäre der Sonntag drauf die Kirche voll Lied. Ja, und wieder viel mehr Geld im Gottsägel, dann hätte ich länger zu zählen und es wäre auch nicht schlecht. Jawohl. Du, du, hey, du, hey, da. Du, du, hey, da. Und solange ich Overin sind mit dem Kloster, kommt das überhaupt nicht in Frau.
Da sind wir nicht im Burkina Faso. Will wieder mehr Geld im Gottsäckel. Na, wenn ihr mit der Hupserei kommt, Geld ins Gottsäckel. Aber jetzt wird's bald sit. Und was schafft denn der Tone? Aber was trippelt denn er? Der trippelt ihr Ries oder was? Hey, Mutter Huberin, woher denn Ries? Das ist doch unser Käse. Bio. Ihr Bio. Käse? Und ihr trippelt da drin rum mit ihrer Schwarz-Weiß-Fester. Ach. Ei, Mutter Oberin, das habt ihr noch nie gesehen, wie Käse getrippelt wird. Nee. Das gibt ja euch erst der gute Geschmack, der feine Duft und die ganz sauer von unserem Geißkäse. Wollt ihr noch nicht einmal ein bisschen probieren? Nein, mein Best will ich nicht. Da drüben kannst du gerade gehen, was du willst, das schmeckt alles. Will ich mal probieren? Wer will denn mal probieren? Das prima! Schau rein! Oh, das ist prima! Der Bettbebeg, aber jetzt mal ein bisschen an, schon Schwester Marie suchen. Machen wir das Mund so in meiner Kaue. Der Fisch jetzt mal endlich der Russ. Der Russ? Am schnellsten Weg geht ihr der Russ. Das wäre am allerbesten, weil sie schrecklich sieht, war die Vespa. Und ihr müsst das Lutschis Kreator singen, habt ihr da schon geübt, mindestens? Ne Biersü! Aber ich will es auch hoffen, Biersü, hä? Ich will es auch hoffen, weil Gischert hat sich schrecklich angehört. Das einer will mir noch versehen, als die Lied mehr Geld in den Schmissamen zu singen wie die Donne. Alter, lauf es aber auch fort. Jetzt hier ist Siegfall die Vespa, ihr Schwesterin. Ist das ein Galee mit der, du? Da kannst du machen, was du willst. Nie ist dieser Friede. Hopp mal gerne in die Vespa halt, ey. Ja? Frage mal, Mann, der. Muss ich mit jemandem, das kann ich wie nicht fertig hier. Die Mutter Overin, Teller für die Sœur Marie-Kate, Teller für die Sœur Marie-Sou und Teller für die Sœur Marie-Cloche. Und da auch unser Reporter. Teller für den Frère Théophile, der wird reklamieren, weil schon wieder wer Michel Soup gibt, der da wird. Da in der Mitte auch der Porta Balthasar. Der ist immer gut gelohnt und singt immer so afrikanische Lieder. Yangole, 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 Yangole. Ah, ich fand das so gern. Und da, der letzte vor der Herd, ist ihre Superior, der Pater Maurice. Unsere Mutter Oberin hat der nicht so gut auf der Sitz. Der will immer alles besser wissen wie sie. So. Und jetzt noch die Löffler. Und dann muss ich schauen, dass die Vermicelli-Suppe nicht anbrennt.
ja, ja. So. Und du, mein lieber Antonius, ich bin sicher, du kriegst kein Vermicelli zu Beethoven. Du kriegst sicher etwas viel Besseres im Himmel. Wer klopft denn da aus? Komm mal nur mal rein. Bonsoir, Marcel. Bonsoir. Ich bin der Tierarzt, der Dr. Geisebad. Eure Overin hat mir die Aufgabe gegeben, ihre ganze Hengläser impfen hat mit. Schon den ganzen Nachmittag er wird gehabt. Es war höchste Zeit, dass die geimpft worden sind. Da war eins in einem schlimmeren Zustand gewesen, wie es auch noch. Und der arme Hornerest, der streckt schon den Zunge raus. Aber mit dem Mittel, wo ich ihn da eingespritzt habe, geht es in 2, 3 da viel besser. Ihr wäre gesehen, die lehnen wieder die nächste voll Eier. Oh, da wird unsere Mutter Overin aber froh. Ist eure Overin nicht da? Ich müsste unbedingt mit ihr reden. Nein, nein, die ist in der Fischbar. Die darf ich jetzt nicht stören. Aber ich kann euch eventuell die Sir Marikette rufen. Die bekümmert sich nämlich um bezahlen. Warte gerade eine Minute, ich rufe euch gerade. Merci. Mir ist ja nicht ums Bezahlen. Ich weiß ja, die armen Schwestern haben ja so schon kein Geld mehr. Aber wie kann ich denen beibringen, dass sie alle am schnellsten Weg geimpft werden müssen? So, Dr. Geisebad, da ist die Sir Marikette. Bonjour. Bonjour, Schwester. Ich bin der Tierarzt, der Dr. Geisebad. Ich habe ihre ganzen Hinkler geimpft mit. Es war höchste Zeit, dass die geimpft worden sind. Gewohner haben die nicht mehr gelebt, die waren ja immer ganz schlimmen Zustand gewesen. Das kann ich mir vorstellen. Aber sagen Sie mal, was sind wir echt entschuldig? Ihr wisst ja, dass wir im Moment finanziell nicht so gut stehen. Nee, nee. Ich habe euch nicht rufen gelassen, weil ich ihn bezahle. Ich weiß ja, dass ihr im Moment finanzielle Probleme habt. Es ist etwas viel, viel Wichtigeres. Etwas viel, viel Wichtigeres? Gibt's dann in der Heidichtwelt noch etwas Wichtigeres, wie es bezahlen? Eure Overin hat so mal gesagt, ihr seid nicht mehr versichert auf der Krankenkasse. Aber die ganzen Schwestern, die in Berührung gekommen sind mit diesen Hinkeln oder mit den Eiern, müssten unbedingt am schnellsten Weg geimpft werden. Sonst geht eine oder andere kaputt. Pardon, pardon, Schwester. Das ist mir gerade so rausgeplatscht. Ich bin so gewöhnt vom Vieh. Ja, wisst ihr, ich bin Tierarzt und nicht Doktor. Je, wir können uns aber nicht alle impfen lassen. Wir sind nicht mehr in der Kasse und das können wir nicht bezahlen. Ei, deswegen habe ich euch schon rufen gelassen. Schau mal da. Oh, Jesus, ne, was eine große Spritze. Ihr wäre mir doch nicht willen sagen, dass ihr mit dieser Mordspritze unsere Hinkel geimpft habt. Nee, nee, mit der Spritze impfe ich die Geiser und die Schäfer. Und meine Frau, die schafft in der Apotheke. Die hat mir ein Flakon Tamiflu mitgebracht. Das kostet euch nichts und das langt für die ganze Schwester zu impfen. Was? Kostet nichts? Gut, aber gratis. Lieber Dr. Geisbart, ich hat uns der Herrliche Antonius geschickt. Am besten fange ich direkt an. Je schneller, je besser. Wie? Ihr werdet mich direkt impfen, da mit der Refektoire? Ja, einmal muss ich ja anfangen. Auf wen will ich denn warten? Alle, hopp, lieber nicht mal den Schwanz in die Hände. Der Rock, ich habe alles an der Rock. Der Rock in die Hände? Das kommt gar nicht in Frage. Was soll denn da die Mutter Overin sein, wenn die im selben Moment aus der Kapelle kommt? Die kann ja denken, was sie will, die muss einfach dran glauben. Wissen wir was, Dr. Geisebad? Wenn die Spritz durch den Geisepilz und durch den Schafspelz geht, geht es auch durch den Ruck. Ah, ja. Ich stell mich da an den Tisch, heb mich und ihr gebt mir die Spritz. Aber dummel ich so, dass niemand nichts sieht. Achtung! Hebe euch fest! Zack! Autsch! Mir wird's ganz heiß. Die Angst, das ist normal. So, jetzt können eine noch die anderen rufen. Und dann geht das Ding ganz schnell. Ja, ich kann die jetzt nicht stören, die sind alle in der Fischbar. Wissen Sie was? Ihr lasst mir die Spritze da. Ich habe früher im Spital geschafft, ich kümmere mich drum.
Alle hoppt, wenn er will, aber warte nicht so lang. Und bist du heute noch? Ja, ja, sobald ich fest bei uns ist. Gut, dann will ich echt los. Die Mutter Overin kann mir ja die Spritze wieder bringen, wenn sie in der Stadt die Eier verkaufen geht. Ja. Alle dann, au revoir, ma soeur. Au revoir, Dr. Geisbald. Au revoir. Und vielmals merci. Für das nicht. Alle, au revoir. Au revoir. Nun. Seht das auf einmal. Mir wird's ganz heiß. Saint-Esprit. Amen. Seigneur, par les mains de Saint-Antoine, bénissez la mère Michel Sceau que nous allons manger. Accordez-nous une douce nuit et soyez remerciés pour cette belle journée. Protégez notre révérente mère de la grippe aviaire. Accueillez-la, ô Père, si un jour il n'y avait plus rien à faire. Seigneur, nous te bénissons pour ce pain, mais surtout, n'oubliez pas le vin. Thank you.
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Michel, so. Wo ist denn der Wein? Die Suppe ist ja so scharf. Pater Morris, wisst ihr doch nicht, dass man da jeden der Fremde und am Essen? Was soll man können da über im Geisenkloster machen? Aber da jeden nicht. Schwester Marie Füssel, geschenke deinem Pater ein halbes Glas Wein in das Emels Mulholle. Schwester Marika, das ist schon mit Duch los. Ist doch nicht gut, oder was? Doch, doch. Ich habe nur mal ein bisschen heiß. Das ist die Reaktion auf die Spritz. Reaktion auf die Spritz? Ei, was fahre ich Spritz? Komm eher mal mit mir. Der Tierarzt, Dr. Geisenbart, war da und hat unsere ganze Hinkel geimpft. Und er hat unsere Spritz mit Tamiflu dagelost. Er hat mich Hora schon geimpft. Und die andere Schwester müssen auch geimpft werden, so schnell wie möglich. Oder geht endlich noch die andere kaputt. Schwester Marquette. Ja,
Ich weiß, es hört sich nicht so schön an, aber so hat er gesagt. Und am besten heute noch. Also, wenn das so wichtig ist und das soll sein, machen wir das am besten sofort. Der Dr. Geisenbach, der meint's noch gut mit uns. Schwestern, wir gehen jetzt alle in die Infirmerie. Die Schwester Mariket hat uns dort etwas sehr Wichtiges zu sagen. Und ihr Pater, ihr geht nun an der Seite Tische abrummen. Und, hört mal gut, in einer halben Stunde haben wir da heilige Anbetung. Beim heiligen Antonius. Jede Schwester eine Viertelstunde. Und da will ich hoffen, dass kein einer Pater mit da im Kloster rumtappt. Und er mich gut verstanden? Bien sûr! Also, da wünsche ich auch noch eine gute Nacht. Merci, merci, chère sœur. Bonne nuit, chère sœur. Bonne nuit. Die haben ja ihre Wien gar nicht getrunken. Hey, aber den können wir stehen lassen. Aber das wäre ja sehr gut. Alla, die Blumen für. Ey, boah, ein petit coup, c'est du. Psst, ein nicht so hart, heute hör uns ja noch. Ich sei doch ein bisschen still. Tu as déjà vu un noir qui boit du rouge? Il devient brun après, hein? Hey, da steht ja noch ein Glas. Komm, das dürfen wir nicht verloren gehen lassen. Das wäre mir brüderlich verteilen, ha? Ein bisschen von dir, ein bisschen von dir. Und Rest alles von mir. Er hat die Kuh, tralalala. Er hat die Kuh, tralalala. Er hat die Kuh. C'est tout. Et me dit comme ça, on n'en avait jamais chez nous là-bas. Et franchement, il est pas mauvais, hein. Mais je commence à sentir un peu les chaleurs, moi.
der ist noch besser mit Weihwasser, der da. Oh, der Maurice. Jetzt freue ich mich schon was durch, hein? Sonst eher mehr einmal, was sind denn noch so wichtiges zu machen? Und warum sind denn die alle in die Infirmerie gegangen heute Abend noch? Wo sind die hingegangen? In die Infirmerie? In die Infirmerie nicht? Ich meine mal nicht in die Infirmerie. Du weißt was, das ist mir so egal, als wenn in China ein Sack Ries umfällt. Die Hauptsache ist, dass wir unseren Durst gelöscht haben. Wir rufen jetzt schön den Tisch ab, so wie die Alphonsen gesagt haben. Und dann gehen wir schön ins Bett, gell? Und dann können die von mir aus Bett. Die können von mir aus Bett bis zwei früh, gell? Moi, il faut pas oublier, demain c'est vendredi. Il va falloir de nouveau passer à la fontaine. Oh, ok, los, non. Mach mich nicht an deine kalte Brote denken, hein? Kalt hin oder her, Pater Maurice. Ich kann meine Fäße aber nicht mehr schmecken. Ça c'est vrai, ça sent le fromage. Moi, je dirais même que ça sent le stinkes. Manche Tiere, das soll er werden, Schellsuppen. Est-ce que tu pourrais ouvrir la porte? Parce que quand je regarde, il y a deux portes là. Je sais plus où il faut ouvrir. Quel problème pour de Balthazar? Ich bin so stark. Achtung, jetzt muss ich in die Küche. Ei, ihr müsst auch mit in die Küche. Klugton, da, Paraquisi. Da, Pater Maurice, da. Nee, da, da. Riechst du's? Ja, Kunst. Ja, sie! Jesus, nee, Dr. Geisbart. Aber also, was kommt denn ihr noch so spät zu uns ins Antoniskloster? Also, ich war ja schon am Weg, falls später. Ich hab's passiert, dass ihr noch so, Jesus, nee. So, nimm mal, was die Wien bunt gewinnt. Der Wien? Ja. Der war exzellent. Da sitze ich nummer. Es ist schon spät, gell, ja. Ja, und dann noch ein bisschen davon. Von was? Von Wien? Wien! Ja, dann haben wir alle getrunken. Ah, nee. Ah ja, hier steht ihr halb wie flach. Ha 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 ha!
thérapeutique. C'est agréable. Das mag man nicht noch stoppen, hä? Lass mich noch mal kochen. Prima, gell? Mit Jesus! Jetzt sag nicht doch mal, warum sind denn ihr überhaupt gekommen? Oh je, ich hätte es fast vergessen. Also, meine Frau, die bläht ganz. Die hat sich vom Mädel trompiert. Und ja, Tamiflü hat sie mal Wärmiflü in die Spritz gemacht. Das ist ein Produkt, der jeder will. Und ich Ochs, und ist auch Marikette mit geimpft. Und das nächste kommt erst noch. Ich schmule Esel, haben zu der gesagt, ich sollte unsere Schwester anhimpfen. Hoffentlich hat die das noch nicht gemacht. Passez-vous! Jetzt weiß ich auch, warum dass die Allmettner in die Erfelbrich gegangen sind, oder? Dr. Geisenbart, ich meine, da ist ein bisschen spät. Eieieiei. Ich meine, Gott, das ist schon passiert. Die hat die bestimmt schon gestochen. Was habt ihr gesagt, was da drin war? Vermiflü. Geht ihr wir? Ja! Das konnte doch nichts schaden, du! Das war nichts. Dann kriegt unsere Schwester akkabiert. Was? Nichts schaden? Nichts schaden? Ein Schön wär's. Die kriegen so heiß, dass nicht die Wärme ist, als ob im Magen kocht. Im Magen kocht? Immer gekocht. Die Wärme ist halt so gekocht. Wer kocht der Vignala? Aber der Ohrring ging das nichts schaden. Da kannst du kochen mit zwei Frieden. Da kannst du so kochen, dass die Bulle schlagen. Aber für unsere Abendsör Marie Püssel, da wird das doch ein bisschen schaden, gell, denn. Ich war doch nicht toll, dass die kocht. Die müsst ihr jetzt aber am schnellsten weit die Geige Spritz kriegen. Ich will doch nicht das ganze Kloster ums Gewissen haben. Ich habe schon Huddel genug, dass ich mal in den Himmel komme. Ja. Wenn's die arme Schwester kosten gehen, weil ich mehr, da lässt der Petrus mich niemals mehr hin. Ja, sagen wir, Dr. Geisenbart, habt ihr die Spritz da, hä? Ah ja, da ist sie ja. Aber was soll ich denn jetzt nochmal sagen? Die Oberin, die frisst mich ja mit Hut und Haar, wenn ich zu der sage, die muss wieder gespritzt werden. Ja, das ist wahr. Die frisst euch mit Hut und Haar und mit samtem Bart. Ja, sie! Die hat ja so groß Mund, hä? Und das Schlimmste ist, die kaut doch niemals nicht! Dr. Geisenbart, so leid wisst man, du, die schlingt dich auf einmal! Aber wisst ihr was? Ich habe eine Idee! Ja, sieh! Lass mir die Spritz da. Und ich
ich werde mich persönlich darum bekümmern, dass die alle hier noch geimpft werden. Da fällt mir aber ein großer Stein vom Herz. Ah ja. Das muss aber unbedingt heute Abend noch gemacht sein. Sonst überleben die Schwester die Nacht nicht. Für die Oberin macht das gar nicht. Aber für die Sœur Marie Püssel? Nee, die wollte ich doch jetzt nicht haben. Sag mal, haben ja früher auch im Spital geschafft, dass man keine Spritz geben. Ich wieder? Ja, ja, Dr. Geisemann, das hab ich jahrelang gemacht. Mache ich nur kein Zeichen. Geht ihr jetzt schön heim ja. Zu eurer Frau, lehne ich nichts dran, lasse sie schön gehen. Und in der Zeit bekäme ich mich drum, dass die alle geimpft werden. Alle, dann will ich echt los. Ja. Gute Nacht. Ja, pass auf, da aus ist die Birne kaputt. Breche euch spendet, gell? Viel Glück noch. Ja, ja. Alle, au revoir. Ich habe ein Glas Wein zu viel getrunken. Hab ich mir jetzt da etwas auf den Buckel geladen? Yes, ist gut. Ist das ein Mordspritz? Wir sind bei Pussy. Von wem ist er mal im Spital geschafft, hä? Im Fleisch hätte gut fahren wollen, ja? Antonius, helf mir doch! Mensch, hab ich mir da etwas auf den Buckel geladen? Jetzt soll ich die Schwester spritzen! Wie soll ich denn das machen, hä? Hä? Nee! Mein Papa, possible! Hä? Ja. Schiebe. Noch Ritterstein. Und ich bin ganz leer.
Nee, ich bin nicht mehr ganz leer. Ja, ich geh der Bruder, der Balthasar hoch. Hoffentlich seid ihr noch nicht im Bett, hä? Balthasar! Der Papa, der Balthasar! Komm, Bruder, komm! Du musst mir jetzt helfen, du! Warst du schon im Bett, hä? Hey, je voulais aller au lit, mais qu'est-ce qui se passe? On va déjà prendre le bain à la fontaine ce soir? Man mach mich nicht an deine kalte Brunnen denken. Du musst mir jetzt helfen, den Antonius da wegzustellen. Qui tu veux que j'enlève? Antonius. Mais ça va pas, tu le fous, toi? Et tout à l'heure, les soeurs, ils vont venir prier devant la statue de Saint-Antoine. Et toi, tu veux que je l'enlève? Mais bien sûr! Mais c'est pas bien, ça! Et la moto ouvrine, elle va venir là, elle va regarder, elle va voir que le Tony, il est plus là, qu'il a disparu. Mais si on veut pas. Elle va venir là, elle va regarder, elle va faire « Oh, Tony, il est plus là !» Qu'est-ce que je vais lui dire? Mais ça va pas, elle va faire une crise. Ich weiß doch, was ich mach. Er hat mir's ja selber gesagt. Nur ich hab den nicht. Ah, tu me dis que tu arrives pas à le porter. Il est lourd. Et pour moi, il est pas lourd. Il est très lourd. Ils sont à deux. Et moi, je crois que la bouteille est moins lourde que le Saint-Antoine. Et on l'a loué aussi à deux. Et à la porte de haut. Tu me donnes un coup de main parce qu'il est lourd. Allez, porte. Allez, négocier comme ça, lui. Ne le laisse pas tomber. Il est si fragile. Ouais, il est fragile. D'être enfin libéré. Merci. Vous pouvez se faire plus de chien, lui. C'est pas possible. Dahin bin ich da noch stehen und reich gut, wenn wir dich wieder rufen und dann machst du ganz schnell dein und stellst mich wieder da drauf. Ich weiß nicht, wie du auch viel leidest, mein Tagen. Der ist schon mal weg, he? Bien sûr, Adamson! Aber der hat ein Glas viel getrunken, der hat geguckt, die Belehnte drauf. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant, hein? Théophile, il peut grimper plus mieux que moi, hein? Papa de Théophile! Oh, de Théophile! Ah! Das ist doch nicht so hart! Komm! Ei, Pater der Moritz, ei, was ist mit euch los, hey David? Ei, die Mutter Overin, die will doch beten. Na, ja, sieh! Aber die darf doch nicht mit da rumlaufen. Du sollst kein so dumme Frau stellen. Krabbel dort auf das Podest und Hals Bull. Auf das Podest soll ich jetzt krabbeln? Bien sûr! Pater Maurice, wo ist denn der heilige Antonius hinkommen? Der ist spazieren gegangen! Und du musst ihn jetzt remplacieren, du!
der Lars schon halbwegs Urbach. Ich als Antonius, die Schwestern, die kommen doch daher beten. Mit Biasi. Wo ist das Problem? Du graust jetzt da drauf. Und dann kommen die beten. Und jetzt bist du der Antonius. Wieso ich bin der Antonius? Ne Biasi! Kabel jetzt dann auf! Und wenn du nicht dann aufkommst, helf ich dir dann auf! Auf eine Wartstand! Hebt ne Fisch! Also du bist jetzt wirklich der Antonius. Also stell dich doch ein bisschen ehrlich hin! Da geht gerade meine, du hast in die Hose gebaut. Also du musst doch jetzt wissen, die Schwester kommt doch jetzt daher beten. Ja, und nur die machen ja einen Herzschlag. Oh, hey, ich hab dort. Und not? Hey, ich stell mich jetzt da hinterher in den Globturm. Und wenn ich dir wink, ich wink dir. Und dann wackelst du mit den Blumen. Und dann rufst du die Schwester nach der Ohnmacht. Und dann sagst du mit einer so richtig tiefen Männerstimme: Ich bin der Antonius. Liebe Schwester, steh auf und sing mir ein Lied. Was meinst du mit dir, Luna? Ich bin der Antonius. Doch nicht so. Da glaube ich ja niemals, dass du der Antonius bist. He? Du musst sagen, ich bin der Antonius. Liebe Schwester, steh auf und sing mir ein Lied. Ich bin der Antonius. Sogar ich hätte geglaubt, dass du der Antonius bist. Mein Vater Moritz hat die Maria Herzschlag. Mach doch nix! Und im selben Moment, wenn die Männer die haben eine Erscheinung vom Antonius, komm ich mit der Spritz und so impfen mir eine nach der... Oh nein! Jetzt geht's los, Herr. Pater Moritz, du hast sie ja nie mehr alle. Wenn du das noch einmal zu mir sagst, schlag ich dir die Schachtel um die Ohren. Heb die Blume ehrlich jetzt, du bist jetzt da und da, Jus. Thank you.
weiß ich es doch. Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Ich habe es ein bisschen im Mord. Du tragst Jesu-Kind am Arm. Gib ihm ein Schmitzel von mir. Ich denke an die Arme. Und dann komm ich bei dir. Liebe Schwester Michael! Hab ich jemanden gerufen? Ja, ist es, ne? Mann, hab ich doch gerufen! Ja, ich, Schwester Marie-Klosch, der herrliche Antonius. Ja, ist es. Steh auf und sing mir ein Lied. Ich konnte es gar nicht glauben. Herrliche Antonius, ach je, das ist schon ein Wunder. Ja, ein Wunder ist das! Der verrückt war, oder was? Das ist Maria, die ist schon ganz außer sich. Ja, ich weiß nicht. Da der Toni, der heilige Antonius, der hat mit mir geredet. Und hat sogar gesagt, soll ich ein Lied singen. Ja, und dann hat er ein Busch her. Und im selben Moment hat mich das gestochen. Das war der Pater Morris. Jesus, mir. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich daheim bin. Ja, es ist nicht. Ich glaub's tatsächlich, dass ihr nicht mehr wisst, wo ihr daheim seid. Weil tatsächlich aber schon da nummer los in unserem Kloster. Der heilige Antonius kann doch nicht boucheren und kann doch nicht retten. Das ist doch nur ein Statut, was das Seele dann eher mehr. Da geht's gar nicht mehr in deinem Kopf heute Abend. Mein lieber Mann, hupst schon da rum, schlimmer wie der Pater Morris. Wieso Geister hupst du jetzt noch im Kloster rum? Was ist schon los? Der Pater Morris, wenn der auch einmal eine gespritzt hat und er nicht mal den Bogen schlägt, dann schlägt ihm gar nichts. Ganz genau. Und jetzt geht ich euch einmal eins an. Ich glaube, ganz ihr habt eine Reaktion auf die Spritz. Weil so wie ihr auch da benehmt, das ist nicht mehr normal. Aber gar nicht mehr. Meine Ehre? Ja, ich mein. Und jetzt geh ich auch mal in euer Zimmer fahren. Ruhig. Saß euch! Ja, der Pater Morris! Jetzt gehen wir ins Zimmer und dann gehen wir auch ins Bett legen. Und morgen früh wird da schon besser gehen. Und lass mal den Pater Morris, wo er ist. Jetzt hier, ins Zimmer, ins Bett und dann werden wir geruht.
Jesus Maria, was gibt's nun noch? Hopp, der Antonius ist weg, bevor das die Next kommt. Bist du noch nicht auf dem Sockel, Mensch? Hoppla. Gehen wir zwei jetzt? Eigentlich noch nicht, du. Ich denke, jetzt brauchst du, du keine weiteren Explikationen mehr, hä? Hast du alles verstanden? Kannst du in die Ecke gehen? Hopp, der Nächste kommt. Ich bin der Antonius! Hopp, ich schlag die Nächste so fest. Herrlicher Antonius, mir ist gar nicht so gut. Ich habe im Leben so komischer Druck. Das kommt bestimmt von der Wärmeschätzung. Verzähl mir kein Witz, ich sag's euch, es kommt von der Spritz. Steh auf und singe mehr. Guck mal, da rauskommt! Gehst du schon was wie Mullis?
Was gibt's für die Mann? Jetzt übernimmst du deine Post als Infirmier, ja? Muss ich nur für Infirmier? Ja, jetzt gibst du deine Spritze die Schwester, weil die kommen nämlich bete. Moi, je dois donner les piqûres? Bien sûr! Mais ça va pas! Mais tu es fou, toi! Nous, on fait pas les piqûres! Chez nous, au Burkina Faso, nous, on fait pas les piqûres! Là-bas, nous avons les moustiques chikungunya! C'est lui qui fait les piqûres! Et là-bas, ça fait très mal! Chikungunya! Ah oui? Mais on a chikungunya! Et ça fait aussi très mal! Jetzt schrei ich gut! Wenn die nächste Schwester jetzt kommt und betet vom heiligen Antonius, dann gehst du hin und dann zahle ich dir Wann, ich sage das schon, und dann gibst du der da die Spritze und zack! Ja. Et je dois dire, zack! Mais non! Tu dois faire, zack! Et pas dire, zack! Parce que quand tu dis, zack, ça fait pas mal! Mais bien sûr! Mais quand tu fais, zack, ça fait mal! Bruder Maurice, ich meine, da kommt die nächste! Da kommt die Schwester Mariket, schnell dort lieber! Mais bien sûr! Oh, herrlicher Antonius, du stehst da als Statue und ich habe so Bauchweh und Gehbein kaputt. Steh auf, liebe Schwester, und sing mir ein Lied. Ja, ja, weil bald geht's da viel besser und strahlt schon wie ein Blied. Jesus Gott, der herrliche Antonius erscheint mir persönlich. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja. Jetzt hat der Arme uns den Bauch geschlagen. Ich bin schon froh jetzt. Boah, der Moritz, soll ich noch lang da stehen? Bleib als Antonius, oder kann ich auch jetzt? Du kannst nur reden von Glück, dass ich nicht mehr so gut graveln kann, hä? Oder kann ich mich da oben draufstellen, hä? Weil jetzt kommt nämlich erst die Schlimmste, hä? Die Oberin ist nämlich halt rein. Und was Menschen du, hä? Wenn die mit ihren großen Flatschen um sich rumschlagen, hä? Hä? Ich weiß ja auch nicht, was es macht. Hä? Es macht weh. Ja, aber Blasen. Die schlagen mir die Zinkel vom Dach, hä? Ja, aber wo ist denn die Spritze? Hey, muss ja die Spritz? Ah, du hast sie! Ah, was machst denn du mit der Spritz, hä? Bruder Maurice Schmidt, da kommst du schon, geh schnell in die Kapelle! Oh, heiliger Antonius, die Paterin,
Oh, die Pater. Haben wir uns da etwas auf den Buckel gelassen? Den Bischof hätte ich besser nein gesagt. Dann wären wir halt dann lieber in die Missionen. Aber mindestens hätten wir uns nicht da rumbrechen, ärgere mit so Idioten. Mutter Oberin, ihr solltet die Porter estimieren, mit den ihrem Käse können die Kosten finanzieren. Oh. Ehrlich, Antonius, red mit mir persönlich. Aber der wird ich noch deine verflixte Karte. Ist jetzt das etwas mit dem blöden Haar in der Ober? Mach es dir mal in der Ober, wenn du kommst! Ist jetzt das? Und die Kopie steckt fehl! Also, jetzt hockt der schon 3 Tage da oben und traut nicht mit der Ober runter! Wie kannst schon du, Tabicher Hahn, nur auf so eine blöde Idee kommen? Hau auf den Glockenturm zu fliegen! Hä? Oh, herrlicher Antonius, ich helfe doch mal dem armen Hahn da! Jetzt hockt der schon 3 Tage da oben. Und hat nichts zu suchen und nichts zu fressen. Also, wenn der noch 2-3 Tage da oben muss hocken bleiben, dann muss der qualvoll verhungern und verdursten. Weiche mal jetzt da an. Ist jetzt das etwas mit dem blöden Hahn da? Oh, herrlicher Antonius. Geschickt doch mal jemanden, der dem helfen kann! Weißt nie mehr, was machen? Ah, Jesus, nee, Schwester Mariklosch. Aber was ist ja mit euch los, heute Morgen? Ist jemand gestorben? Dass er den ganzen Mai schon da oder glaubt, liegt da oder was? Oh, Herr Morris, ich hab mir doch den heiligen Antonius geschickt. Ja. Der Antonius? Ja, ja. Lass mich gehen mit dem Antonius. Ha? Von dem will ich überhaupt nichts mehr wissen. Bei dem habe ich den Arme gebrochen. Und meine arme Backe, gell? Der tut mir so weh. Die ganze Nacht habe ich mir mit einem Kehli-Kotelett drauflegen. Ja, ja, aber über den heiligen Antonius soll ich nichts kommen. Bei dem habe ich den Arm gebrochen. Was? Ja, natürlich. Ja, ja, das ist unser heiliger Schutzpatron. Und der hat euch bestimmt nicht den Arm gebrochen und bestimmt nicht an den Backen gehauen. Ja, das stimmt. Der nicht. Aber die Oberin, die hat mir den Betschnull nachgeschmissen, dass ich den Arm durchgehalten habe. Ja, und dem armen Bruder Theophil, dem hat sie mit der Rechtshand eine aufs Auge gebollert, gell? Hä? Dass er die 12 Sterne, die Mutter Gottes in der Krone hat, gesehen hat. Ja, Herr Morris, Herr Wisser, der Feuchtwoch war Vollmond. Und da ist unsere Mutter Oberin immer so bis auf Tour. Ah, nur wenn Vollmond ist. Ja, aber dann wäre auch. Ah, ja, ich weiß. Jetzt frage ich ihn mal, Pater Moritz. Wollte er mal nicht da raufkrabbeln, um mir deine armen Haare da oben runter zu holen? Da. Was? Komm mal her. Der Hahn? Da, schau mal da oben. Ah, Jesus Gott, tatsächlich.
Aber noch der Dämm Klo getan? Der hockt jetzt schon 3 Tage oben und hat nichts zu suchen und nichts zu fressen. Und die Händler, die müssen unbedingt gepickt werden. Ja? Was? Von was müssen die gepickt werden? Also kriegen wir gar keinen kleinen Klickle mehr. Ist das ein blöder Hahn? Kikriki! Ei, Schwester Maritus, das ist aber ein Tappes der Hahn. Ja. Aber wenn ich auf dem sein Platz wäre und wisst, dass ich noch einen ganzen Hinkelstall voll Hinkeln zu picken hätte, ich wäre schon längst im 6. Gang vom ganzen Land runtergeflogen. Mit Pierre Süß! Jesus, Pater Morris! Was haben denn ihr für unkeuche Gedanken? Ihr sind doch Pater und nicht Hahn. Und als Pater, da gibt's nichts zu picken. Das wissen ihr so gut wie ich. Ja, Schwester, das war jetzt halt endlich von meinen kleinen sinnhaftigen Fantasie. Fantasie. Hör jetzt mal auf mit eurer Fantasie und hol mir deine armen Hunde da oben runter. Ich kann doch deine Hunde da oben runter holen. Aber es ist ja impossibel. Einfach wahr. Ich habe doch den Arme gebrochen. Wie soll ich dann aufkrabbeln mit einem kaputten Arm? Das geht doch nicht. Was machen wir dort? Der soll drauf bleiben. Der kommt von ganz allein geflohen, wenn der Hunger und Durst hat. Männer. Ich habe eine Idee. Ach. Wissen Sie was? Ich kenne echten Bruder Theophil Rufe. Der ist schon noch viel jünger wie ich. Der könnte noch viel besser krabbeln wie ich. Und sein Blau auch, bis hin an einen bestimmten Vater Nufs zu krabbeln. Nee. Ich gehe euch rufen, Schwester. Ich freue mich, wo der jetzt wieder herumläuft. Bruder Theophil! Bruder Theophil! Ei, Schwester Marie Klösch! Ei, was ist denn der Glück? Was ist denn das für gebimpelt schon die ganze Morgen? Ich hab so den Glück, dass er so besweicht dann aufflut. So, ihr müsst mal unbedingt dann aufkrabbeln, mal deine armen Hunde oben so rausholen. Der Hund? Ja? Ei, was macht denn der am klugen Turm? Ei, der hockt jetzt schon 3 Tage da oben. Nichts zu suchen und nichts zu fressen, das arme Stück Vieh. Uff, das ja? arme Stück Vieh. Oh, Schwester Mariket, war ich schon mal Honig ein Leder da? Ein Leder? Nee, doch. Da ist ein Leder. Nee, ja, das ist ja Mosaik. Ah ja. Ja, das mache ich ja. Aber da hinten in der Kapelle um Bichtstuhl, da steht ein Marschpied. Ein Marschpied? Mhm. Ei, mit dem Marschpied komme ich doch nicht da auf. Ei, sei doch ein bisschen vernünftig. Ah, nee? Da gibt es nur eine andere Möglichkeit. Ah, was? Ich muss am Strang hochkrabbeln. Am Strang hochkrabbeln? Ja, auf alle meine Nummer nicht da oben runter. Passez-vous! Nee, ich war ja früher beim Militär, aber weißt du noch. Und da haben wir ganz andere Strapazen gemacht wie das. Da ist gar kein Problem. Weißt du schon mal? Ja. Haben wir einen Sock da? Ein Sock? Ein Sock. Ein Sock? Ja. Ich habe einen Sack. Ich gehe gerade einen kleinen Moment. Ich gehe euch gerade holen, gell? Gehen, merci, Schwester. So, jetzt muss ich meine athletischen Kräfte wieder einschalten. Ob ich das noch einmal pack? Une, deux, trois, quatre, cinq. Ein Bruder Theophil, was macht denn ihr? Da verschieben das die. Oh, Schwester Mariket,
ich tue mich gerade ein bisschen echauffeln, bevor dass ich da aufkrabbeln will. Da aufkrabbeln? Wo will ich aufkrabbeln? Er wäre mir da nicht schon wieder willen sein, dass er da echauffeln um Antonius in das Dogel stehen will. Lohnt ich entweder auch nicht? Nee, da krabbel ich jetzt nicht mehr drauf. Nee, ich muss auf den Glockenturm krabbeln. Ey, ein Hahn, der hat schon 3 Tage da oben. Hat nichts zu fressen. War ich schon mal da nun? Ah, deswegen hat die Sache Marie-Claude zu mir gesagt, ich soll euch einen Geldsack bringen. Da. Ein Geldsack? Ein Spendende? Ich muss einen großen Sack haben. Im Geldsack kriegst du doch keinen Hahn hin. Oh, nur mal langsam. So klein sind unsere Geldsäcke nicht. Da gehen sogar 2 Hähne in Wasser. Ihr habt aber große Säcke. Ja, da haben wir früher immer das Gottsäckel hingelegt, wenn es voll waren. Da ist als ein einer Mist 3 bis 4 Gottsäckel voll war. Das haben wir dann hingelegt. Heute bringen wir noch kein Schiedesäckel mehr voll. Mit bien sûr, genau. Da, komm, wir binden wir das Ding mal. Ja, ganz genau. Das ist dann aufgekommen, bisschen. Jesus, nicht da aufkrabbeln, er da auf am Strom? Na ja, er hat ja keine Leiter. Fall nur nicht da oben runter. Jo. Aber ich probiere es erst einmal, hoppla. Heben wir gerade ein bisschen den Rock hinterher. Ein bisschen Hescher. Hoppla. Reit, heben den Strang noch her. Ja. Hoppla. 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 Ja, die Hände fangen an zu ritschen. Das ja. Ist schon viel Hescher, wie ich gemeint habe. Jesus, ist das eine Aussicht von der Jungen? Das sind auch mehr Glocken wie streng. Wir müssen die Füße auf den Strand machen und nicht mit den Beinen hochdrücken, dann geht's viel besser. Ich mach es doch selber! Sind wir bald drüber? Noch ein paar Meter, dann hab ich's geschafft! Verona, da helfen alle Englische! Und vor allem auf kein Teufel! Aje, ei Schwester Mariket, was hebe ich denn so fest an dem Glockenstrang da? War ihr das vielleicht, wo da der ganze Mai schon gebämbelt hat? Wisst ihr nicht, dass da nur die Sir Marie-Claude draufziehen darf? Ah ja, weiß ich das auch. Aber unser Hahn ist dann aufgeflogen und kräht schon den ganzen Mai. Da dreht alles durch. Die Ente haben Erscheinungen vom heiligen Antonius. Die Mutter Overin, die verschlägt sämtliche Mäbel. Und ihr kommt jetzt auf die feine Idee, dass der Wetterhahn kräht. Doch nicht der Wetterhahn, der Seil hob auswendig auf der Spitze. Unser richtiger Hahn, der ist da oben auf den Glockenstuhl geflogen und kommt nicht mehr runter. Ja, wirklich? Aber was ist denn dem in den Kopf gekommen? Der wird Palaver haben mit seinen Hügen klar. Aber da kann ich jetzt auch mal da noch flohen. Jesu, ei tatsächlich? Ei, da oben hängt unser Gockel am Glockenstrang und hat so ein Tal an den Fingern. Oh, ihr versteht noch überhaupt. Ich sag, das ist doch nicht der Gockel, wo die Sandale an hat, das ist der Theophil. Ei, kann der jetzt auflegen? Der ist dann aufgekrabbelt, hat den Horn geholt und zu holen. Oh je, oh herrlicher Antonius, hoffentlich kommt der noch einmal ganz da oben runter, gell? Ei, wo ist denn der Betstuhl hingekommen? Er muss ein anderer holen, die Oberin hat es am Schreiner gebrummt. So ein Bett und kein Betstuhl, jetzt soll ich noch einen anderen holen. Jawohl. Das ist aber unbequem, das da, hä? So ist es besser. Herrlich, Antonius, du musst mich halt entschuldigen. Hey, muss ich halt über dem Sitzen beten.
So! Dorn ist im Sack! Hebe den Strang fest jetzt, ich komme runter! Pass auf, mach auf, mach langsam! Hoffentlich passiert dem armen Hohn nichts. So, Gott sei Dank ist der wieder geflickt. Mit morgen hat der Schreiner gesagt, kann man die Serge auch wieder wegmachen. Ei, was macht denn ihr da im Glück, Stromschwester Mariket? Ei, ei, ei. Ei, was? Ei, ei, ei. Yes! Eine Schwester, eine Schwester Mariket ist doch kein Pferd. Das habe ich doch nicht gesagt. Alles Gute kommt vom Himmel, mit Auberin. Also nicht. Schwester Mariket, euer Horn. Vielmals merci. Ich gehe jetzt das Herr Mariklar springen, dass nur wieder an den Hingelstall huckt. Mache das. Jesus Gott, was ist schon da hin los? Sagen ihr mir mal, Frech Theophil, waren ihr schon am Brunnen wischen? Da schmackt es so streng. Noch Geisefies. Eigentlich nicht, Mutter Overin. Mehr und grad will ich gehen, wie die Schwester mich gerufen hat und wissen noch, Ja, ja, wissen noch. Zum schnellsten Weg an den Brunnen und nehmen die anderen zwei an mit. Ja. Alle hopp! Stimmt, ja. Schneller wie gewöhnlich. Sind ja wieder Freitag. Ja, ja, Freitag. Also, nee, die Töne, die Schnacks. Ei, was ist denn jetzt schon wieder? Ach, du, ich komm doch nicht einmal in Ruhe beten. In Ruhe beten? Denn ihr nennt das Gebet? Geschnackst hat er aus der Antonius Wagen am Sockel. Gibt's denn das auch noch? Schnacks und die sagt zu mir, ich hab Gebet. Das da ist mir komisch in die Bäderei. Aufgestanden in die Wäschki und die Wäschki war gemacht und so schnell wie möglich. Da muss man doch den ganzen Tag hinein dran sein. Mein lieber Mund, du, ey. Ist die Buch wieder so schnell rumgegangen, du? Jetzt ist ja schon wieder Freitag. Also. Ach, Jesus, nein! Aber was ist denn da passiert? Da ist doch eine Schwester gerobbt worden. Sie sind mal eine Mutter Overin. Elle a perdu ses plumes. Hey, mes frères, aujourd'hui, vous faites comme moi. Vous enlevez vos habits et vous allez tout nu dans les trocs. Ja, ja. C'est beaucoup mieux, hein? Und Bruder Balthasar, ich habe sogar noch die Wurzelbürste mitgebracht. Da könnte einer auch noch den Buckel schrauben damit. Ah, moi j'aime ça, ça c'est très bien. Au Burkina Faso, nous on se donnait toujours des gratuits comme ça. Et tu sais, là-bas, nous on allait toujours nous baigner dans la rivière. Baigner dans la rivière? Ah ja, im Burkina Faso, gell? Oui. Also denke ich auch, baigner dans la rivière. Wir gehen jetzt Bänje in den verflixten, kalten Boden da aus, ja? Dann allez-y, wa? Hey, Bruder Balthasar, macht das nix, wenn ich dir den Buckel schrub? Oh nein, y'a pas de problème. Moi, c'est bon pour le rhumatisme. Comme ça, t'es jamais malade. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu me poses la question, là? Ich schon Angst, dass der Fahrt weg ist. C'est pas possible, toi. Tu raciste, toi. Joyeux. Depuis que le Tirat a vacciné les poules, elles pondent de nouveau comme avant. Sœur Mariket sera contente. Dover die Finanze wieder viel besser.
Und sonntags im Gottsackerl ist auch viel mehr Geld drin. Depuis qu'on chante le Yangolé, 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 Yangolé. La chapelle est de nouveau remplie. Oh, sind das so schöne, dicke Eier. Oh. Ah, Schwester Marie-Puzel, müssen ihr die Eier jetzt ausheben? Ei, Schwester Marie suchen, ich hab mich verschrock. Ja, das hab ich ja jetzt nicht mit Absicht gemacht, gell? Aber sag mal, Mädel, sind doch stabile Eier. Ei, das ist ja gar nicht kaputt gegangen. Oh, tja, das ist so étonnant. Oh. Geh, schmiss es noch einmal auf den Boden. Mena, das geht doch kaputt. Ei, dann probier doch mal, schmiss es doch noch einmal an. Alle? Yeah? Siehst du? Jetzt glaub ich auch, Ballonwunder. Das hängt das Ei da. Siehst du das Ei? Das ist bestimmt gepickt worden von dem Hahn, wo die Sandalen an der Fies gaben. Doch? Ja. Das ist das Wunder von den harten Eier vom Antoniuskloster. Alors là, moi, je comprends plus rien. Un Hahn mit Sandalen? Des œufs qui sont durs avant d'être cuits? Mais qu'est-ce qui se passe donc dans ce couvent? Such nicht da jenes den Teufel aus! Da, und ich gehe jetzt den Wäschsammel suchen, gell? Ich werde die Maschine lieber machen. Ei, das gibt's doch nicht. C'est pas possible. Da ist ein Ei so hart wie's Anna. Das gibt's doch nicht. Ja, entre. Bonjour, Schwester. Ah, c'est vous? Eh ben, vous tombez juste bien. Regardez voir les œufs. Die sind so hart, die gehen gar nicht mehr kaputt. Von was kommt denn das? Ist das wirklich ein Wunder? Ja, woher denn? Das ist überhaupt kein Wunder. Ich hab mir so halber gedenkt. Das wäre jetzt nicht so schnell wie möglich kommen. Also, meine Frau. Die ist noch blöder, wie ich gemeint habe. Die hat mir alles verwechselt. Die hat mir Durchsisseur in die Eierspritze gemacht. Und das Wehe sind die Eier jetzt so hart. Durchsisseur? Ah ja, Durchsisseur. Zum guten Glück war es nicht in die Zwetschspritze, wo die Schwestern damit gehimpft worden sind. Da hätte noch jetzt keine Schwester mehr im Kloster, nur noch Statuten. Wisst ihr, wo die Spritze leihe? Die müsste ich jetzt unbedingt rekuperieren, bevor das noch mehr passiert. Ja, ja, die ist bestimmt in die Infirmerie. Komm, wir gehen dort. Also dahin wird's alles schlimmer. Die Pater, die haben doch überhaupt gar keine Ordnung. Geht nicht dann los, für die Klammer aufzuheben, für die Wäsche aufhängen? Leider der Pater ihre Kleider da im Mittelhof am Boden. Ei, wie kann man dann die Kleider als Fenster nur schmissen? Dem müssen wir ein Haushalten geführt haben in dem Geisenkloster. Die können von Glück sein, dass ich durchgelaufen bin und die Kleider aufgehoben. Ich tue den Menschen noch gut mitnehmen. Wenn das die Mutter Overing gewinnen wir. Jesus, nee. Die hätten aber alle wie etwas erzählt. So, jetzt muss ich aber das ganze Ding da rüber machen, weil... Oh, die stinken! Noch Geisekäse! Aber das im Ball wirklich schlecht wird. Will noch mal schmecken? Ha 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 ha!
Sie kennen jeden, meine Kinderin. Bin sicher, dass Henny da außen rumlaufen. Ey, wenn ich das noch sah, die Luft ist zu wach. Drin mit der. Du, mein lieber Mann. Sabotage! 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 Wenn ich das sah, nur Sabotage! Du, es ist schon schlimm genug, dass wir uns an dem kalten Wasser auswäschen müssen. Jetzt haben die uns doch unsere Kleider geklaut. Du, ich sah in dem Kloster, da wäre ich nicht alt. Nee, Herr. Oh, Pater Moritz, wenn ich an der gemütliche Sport bedenke, wo wir im Geißenkloster haben. Ich glaube, wir gehen wieder heim ins Geisenkloster, du. Hoffentlich sieht uns niemand. Ha? Ja, ja, aber zuerst müssen wir unsere Kleider doch wieder finden. So können wir nicht gehen. Da geht's los. Nein, 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 halt. Da geht's los. Wie lacht ihr von da rum? Ja, komm mal da. Guten Morgen, ihr zwei. Sind ihr oben weg vor in die Sauna oder kommt ihr da davon? Sauna! Sauna! Saunagisch, ja! Wir kommen vom Brunnen und wir wollen so unsere Kleider! Je, dummle Eich! Und machen wir das noch echt schnell ansehen! Der Bischof und die Oberin, die laufen da aus dem Hof herum! Nicht, dass die noch da reinkommen! Der Bischof und der Mutter Oberin im Hof! Jesus, nein, du! Und der Schwarzhund nag ich im Brunnen da aus! Jesus, Gott im Himmel! Komm, wir müssen schnell in die Bücher drin! Die Kleider! Komm, Vater Moritz! Komm! Nein, nicht so schnell! Da bin ich aber auch schnell über den Berg. Guck mal, wir gehen durch die Kapelle. Da kriegst du noch nicht durch den Hof. Kommen rein, Eminenz. Wurde noch vielleicht der Kaffee? Nein, Mutter Oberin. Ich wollte gerade noch eine Kapelle besichtigen. Denn in einer halben Stunde will ich echt die Messe machen. Oh, da ist gar kein Problem. Wissen wir, unsere Kapelle, das ist eine von den schönsten vom ganzen Bitscherland. Und dass ihr uns die Messe heute macht, das ist eine große Ehre für uns, Eminenz. Das ist ja ganz normal. Wenn ich schon da bin, kann ich eigentlich auch die Messe machen. Mhm. Hoffentlich ist eine Kapelle viel schöner wie eure Brunnen. Da ist. Der Brunnen an sich ist auch schön. Und das Wasser ist vielleicht gesund. Aber Oberin, die Statut, die da oben drauf ist, so ein nackiger Mann und so ein schwarzer Hochstrich, der passt überhaupt nicht in die Landschaft. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wissen Sie was, Eminenz, mir gefällt der auch nicht. Aber wissen Sie, das ist eine sehr alte Statut. Die stammt vom 18. Jahrhundert. Ich hätte sie auch schon gerne wegmachen. Aber wissen Sie, die ist klasse Monument aus Historik. Pur schwarzer Marmor. Und wissen Sie, Monument Historik, das wissen ihr ja so gut wie ich. Da dürfen wir unbedingt nicht trauen, sonst käme die Kommission d'Art Sacré noch da oben vom Metzer runter. Nein, nein, da dürfen wir nicht trauen, Eminenz. Was? Monument Historik? Ja. Der sieht ja aus, wie wenn der aus der Prähistorie käme. Komm, wir können schnell in die Kapelle. Komm. Ja, besser. Komm, Nummer 1, die Luft ist super. Hoffentlich haben die denen noch nicht gefunden. He? Vater Maurice, glaubst du überhaupt, dass die Kleider da im Posten? Ja, weiche mal. Ich habe nichts mehr anderes gefunden. He? Die Schwester, die hat seine Kleider schon in die Wäschmaschine gehabt. He? Es ist schon mal gut, dass die keine so große Wäschmaschine hat. Oder hätte sie unsere auch schon drin gehabt. Der muss jetzt halt an den Schlupper. Ich kann ihm nicht helfen. Der arme Pater Balthasar sagt, er hat auch nicht mal gemeint, dass er mal Schwester wird. He? Tant pis pour lui, hä? Tant mieux pour nous, hä?
Mensch, bin ich so froh, dass unsere Hingli wieder besser geht, ha? Nun einmal da, nun, Schwester Mariket, so schöne dicke Eier, ha? Ha? Die kommen voll los, die gehen gar nicht kaputt. So stabil sind die. Nun einmal. Hup. Ja, gehen nicht kaputt. Nun einmal. Hup. Gehen nicht kaputt, so stabil sind die. Ich habe unserem Bischof ein ganzes Palett gerichtet von denen. Da freut sich unser Bischof bestimmt. Ah, nun ja. Mal, Sir Mariklosch, was ich Geld aus dem Gottsäckel geholt in der Kapelle. Nichts wie Pièce von 2 Euro. Und es sind sogar noch ein paar Bier drin. Und im Eweck habe ich auch ein Säckel voll Gericht. Er hat ja gesagt, ich soll ans Bistum denken. Dem habe ich aber bloß von deine kleinen Roten gemacht. Die haben ja Zeit erzählt, da oben mit. Ja, ja. Schwester Marika, es ist ja nur gut, gell, dass unsere Mutter Oberin uns zugelost hat, dass wir die afrikanischen Lieder wieder dürfen singen sonntags, gell? Ja, sieh daher, ist die Mess wieder voll Lied und es geht alles viel besser. Und unsere neue afrikanische Chorführer. Die Oberin hat gesagt, man darf es das erste Mal ansehen, wenn der Bischof die Mess macht. Ich freue mich ja so. Da sind wir ja doch viel schöner, wie wir da mit so langen, bombigen Schleiern da, gell? So, Mariket, es ist Zeit. Wir müssen gehen, wir müssen uns fertig machen für eine Mess. Komm mal rein, ey. Die Luft ist super. Komm noch mal rein. Hey, der Balthasar, ich finde, das geht ja gar nicht schlecht. Das geht da. Pourquoi vous rigolez? Vous trouvez ça drôle? Tout à l'heure, j'étais tout nu dans le truc là dehors. J'ai brûlé ma douche là tranquillement avec le truc là, l'eau qui coulait tranquille. Et j'entends du bruit. Là. Je regarde derrière. Qu'est-ce que je vois arriver? La moto ouvrine avec le bischof. Et Balthazar Guns Nakish dans le brun. Oui. Qu'est-ce que je voulais faire? J'ai tremblé de la tête aux pieds. J'ai prié le bon Dieu. J'ai dit au bon Dieu, rends-moi visible. Hast du schon einen Schwarzen gesehen, der invisibel ist? Das kann nur passieren, wenn du in den Keller gehst und machst Licht aus! Mais je peux te dire, j'ai eu une idée, comme une lumière. Ah oui! J'ai dit, oh, tu vas monter sur le pilier de la fontaine et tu vas faire la statue. Was? Du hast dich ganz nackig oben auf den Pfeiler vom Brunnen gestellt! Und hast den Kleinen in die Luft gehabt? Oui, moi j'ai fait la statue, j'étais comme ça. Comme ça. Und was haben Sie noch gesagt? Et la moto ouvrine, elle est allée comme ça, elle a regardé, elle était tellement près. J'avais seulement peur qu'elle tire après la corde. Ah oui? Il a demandé depuis quand elle est la statue. Und sie, was hat sie nicht gesagt? La moto ouvrine, elle lui a dit, c'est un monument classé, monument historique. Hey, du sa, hey, du bist ein richtiges Monument historique, du, ha? Du bist ein richtiges Monument historique. Yes, das ne. Wenn nur die Oberin die schon mal nicht so gesehen hat, ha? Die kriegt ja Fraktus. Yes, da kommt's. Himmel, Hinner und Wohlgebrunnen, was muss ich dann noch mitmachen in dem Kloster da? Mensch, noch einmal mit auch verflixten Padern. Komm ich da nur an den Brunnen, mit dem Bischof steht der Schwarze nackig am Brunnen. Ich hab gar nicht gewiss, was den Bischof erzählen. Schnell hab ich etwas aufgebrungen mit dem Statue, Monument historique. Endlich, dass der auch nicht mehr so gut gesehen hat. Weil das hat man ja gesehen ohne Brille, dass der Schwarze war. Ja, und der Bischof hat aber alles geglaubt, was ich ihm aufgebrungen. Endlich, dass der noch alles geglaubt hat. Ich habe nie mehr gewiss, was machen.
Ein Mutter Overin, der hat zu uns gesagt, ihr Hahn will auf den Strom ziehen. Mit ihr Such! Was hat er mir gemeint? Mit ihr Such! Also jetzt fallen mir die katholische Zickte vom Dach. Ja, bien sûr. Ja, Mutter Overin, wie gefällt euch denn unser Pater Balthasar besser? Als Statut? Oder als Schwester? Jesus, ne. Tatsächlich steht der jetzt da als Schwester. Jesus, Maria. Ja, der Bischof soll alle Augen bekommen. Was kann ich dann dem jetzt erzählen? Jesus, Maria. Oh. Ja, Mutter Overin, sind wir bereit für die Messe? Wohin? Ja, wir sind bereit, Herr Eminenz. Sofort können wir in die Messe gehen. Bei Mutter Overin? Habe ich eine neue Schwester gekriegt in eurer Kommunose? Das haben wir noch gar nicht gesagt. Ja, Ihre Eminenz, das ist eine ganz neue Schwester und die stammt von Burkina Faso. Ja, Eminenz, von Burkina Faso. Das ist eine Schwester, Eminenz, die hat ein Glaube. Die klappt von morgens bis abends. Und von abends bis morgens. Die hat ein so großer Glaube, Eminenz. Die ist, das müsst ihr euch mal vorstellen, vom Burkina Faso, zu Fuß, bis daher zu uns auf Bettwiller ins Antoniuskloster gelaufen. Komm! Oh je, da müsst ihr doch auch die Füße wehtun, ne? Ich hab ja schon gesehen, was die verblutet hat. Schau mal da noch. So fies! Und wie heißt ihr da, wenn man fragen darf? Je suis la sœur Marie Black, votre éminence. Je suis spécialement venue du Burkina Faso parce que les sœurs ne veulent pas venir chez nous. Alors je suis venue ici parce que j'ai entendu que les sœurs, ils avaient une mère supérieure qui avait une discipline et une autorité et c'est ce qui me convenait. Wenn die mal anfangen zu erzählen, Eminenz, die hört überhaupt gar nicht mehr auf, gell? Ja, Mutter Overin, sind ihr bereit für die Messe? Ja, wir sind bereit, gar kein Problem. Geht ihr auch fertig machen, komm, meine Schwester. In der Messe? Eminenz, da müssen wir uns aber anziehen jetzt, ha? Da gehen wir da lieber, gell? Ja, in der Messe. Wir gehen da lieber. Ja, geht ihr schön vor, Eminenz. Allez, on ouvre.
Ouais. Notre technicienne du son, Amélie Walter. Et notre souffleur, Emmanuel Zins. Dans le rôle du vétérinaire, Michel Dagnolo. Dans le rôle de Sœur Marie Pucelle, Vérène nominée. Dans le rôle de Sœur Marie Sourd, Jasmine Hocher. Théophile, Anthony Hocher. Alors, dans le rôle de la sœur Mariquette, c'est celle qui est gâchée, Anne-Marie Stock. Balthasar, Marc Schneider. T'as le rôle de la sœur Marie Cloche, Marie Ding Dong. Marie-Françoise Schneider. Und im Rôle vom Pater Maurice, Yves Hocher. Das ist die Schwester, die den ganzen Abend am Glockenstrang gezogen hat und wo mir den Bagger verhauen hat. Gell, ihr Willis, wollt es noch mal gern gesehen? Also auf jeden Fall, ich bin so froh, dass mal das Theater da aufhört. Le rôle de Monseigneur Marcel Rohr. Und im Rôle von unserer Oberin. Wie heißt sie hier noch? Ah ja, Simon Schulz. Hallo, je vous remercie. Je vais prendre l'accent du Burkina Faso. Je vais vous raconter une anecdote. Nous étions à la messe d'introduction de notre ancien curé à Merlebach. Et naturellement, il y avait deux prêtres du Togo qui faisaient l'introduction. Hein, c'est comme ça qu'on dit. Et bien sûr, après la messe, il y avait l'apéritif. Et nous étions cordialement invités à l'apéritif. On ne s'est pas gêné. Hein. Je peux vous le dire. Et quand le prêtre du Togo il arrive, il fait « Ah, vous êtes de l'ancienne communauté de notre nouveau prêtre ?» Je fais « Oui, je suis enchanté de vous rencontrer. » Ça me fait très plaisir de rencontrer un confrère. Il me regarde et il me dit « Waouh, vous parlez bien le Burkinabé ?» Alors j'ai dit « Oui, nous jouons du théâtre, et il faut forcément que je prenne l'accent de chez vous là-bas. » Il m'a dit « Oui, sauf que vous n'êtes pas encore noir. » Alors, pour les personnes qui le désirent, je peux faire la confession tout à l'heure individuelle. Il n'y a pas de problème, je vous donne la condition générale.